Hi ho und herzlich willkommen hier in Joraikos Staubstube mit Joraika, mit Joraiko, mit Pizza Juice, hallo. Hallo Joraika, ich bin Pizza Juice. Ich bin die Genderbender-Variante, ich bin die weibliche Version, Joraika. Yeah. Wir sind heute bei einem Pokémon-relevanten Podcast-Hybriden hier anwesend. Schon wieder Pokémon? Mach doch mal was anderes. Nein! Wir machen Pokémon oder Digimon Pokémon, oder Monster oder Monster Ranger. Das Monster Beste Ranger. Und zwar wollen wir heute mal ein kleines publikeres Video machen. Wir möchten einfach mal Pizza Juice und ich ein bisschen über Arena-Leiter, Champions, Top 4, wichtige Charaktere aus den Pokémon-Spielen sprechen. Ihr seht sie hier, drüber sprechen und uns ein bisschen austauschen. Ihr seht sie hier. Und dafür sind wir auf Tiermaker gegangen. Eine ganz tolle Liste, eine ganz tolle Seite, bei der man für alle Themen, für alle Subkategorien, für alle Charaktere, für alle popkulturellen Medien, Serien, Videospiele etc. Tierlisten machen kann, die man sich dann selbst customizen kann. Wir haben hier eine für die Pokémon-Charaktere gemacht, haben dann oben eingegeben Pokémon-Gym-Leaders und da findet man dann verschiedene nutzerbasierte Listen, die dann selbst die Charaktere reingebracht haben. Wir haben uns die hier von dem lieben Way of Sickness genommen, der diese tolle Liste erstellt hat, wo eben Gym-Leader, Elite 4, Rivals, Champions von möglichst allen Generationen dabei sind. Die sind übersichtlich, da sind die Namen noch jeweils mit dabei. Und wir möchten die für uns heute persönlich ein bisschen einkategorisieren. Welche interessieren uns gar nicht, welche Arena-Leiter finden wir blöd, welche finden wir unerträglich, lieben wir, finden wir ganz okay. Und die Fragezeichen-Kategorie ist für die, mit denen wir entweder wirklich null anfangen können, die wir gar nicht kennen, die uns einfach nichts sagen, die einfach irrelevant sind. Da kommen dann wahrscheinlich auch einige rein. Wir haben im Vorfeld zwei persönliche Listen gemacht, Pizza Juice und ich, die werden wir jetzt kurz zeigen. Danach werden wir eben ein bisschen über die Charaktere reden und die dann versuchen, in eine gemeinsame Liste zu bringen. Das ist also ein Podcast, der vielleicht interessant ist, wenn man viel mit dem Pokémon-Franchise verbindet, wenn man ein bisschen über die Charaktere geredet haben möchte, Pizza Juice. Richtig. So ist es. Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Vielen Dank. Wir haben zur Unterstützung hier einmal das englische PokéWiki, Bulbapedia offen, was die Funktion des englischen PokéWikis quasi übernimmt. Haben hier nochmal alle Charaktere des Franchises, da können wir nachher nochmal ganz kurz durchscrollen, falls hier welche vergessen wurden. Ich habe schon mal kurz durchgeguckt, ich glaube es wurden ein, zwei wichtige Charaktere vergessen. Außerdem natürlich das deutsche PokéWiki, falls wir kurz was nachgucken müssen, hier an der Stelle nochmal aufgerufen. Und ja, dann geht's mal los. Ich werde einmal kurz die Liste von Pizza Juice zeigen. Das ist die Liste, die Pizza Juice. Nee, das ist meine. Nee, das ist meine. Deine. Genau, das ist meine, die ich gemacht habe. Ihr seht, ich habe hier die unwichtigen Charaktere noch nicht rausgelassen, weswegen wir hier zum Beispiel viele bei Whatever haben. Bei Kinda Sucks habe ich aber auch viele reingenommen, mit denen ich gar nichts verbinden kann. Das heißt, ihr seht, es verschwimmt teilweise, deswegen lassen wir sie teilweise in der gesamten Liste raus. Pizza Juice, vielleicht möchtest du kurz mal erklären, nach welchen Maßstäben wir überhaupt vorgehen. Ja, also wir gehen nach ganz allgemeinen Maßstäben vor, also sowohl was wir mit dem Charakter verbinden, das Aussehen des Charakters, wie ist uns der Charakter hängen geblieben. Größtenteils ist natürlich der Grund, warum wir viele bei Whatever haben, ist einfach, weil sie komplett belanglos für uns sind. Ne? Also Arena-Leiter haben, vor allem Arena-Leiter haben sehr wenig Zeit, um sich charakterisch zu präsentieren. Ne? Also man hat halt einen Kampf mit denen, vielleicht noch so ein bisschen Spiel Story. Spiel zu Spiel natürlich auch unterschiedlich. Hm. Richtig, vielleicht noch ein bisschen Story-relevante kleine Monologe, Dialoge mit denen Events, und das genau. War's halt. Ne? Genau, also wir nehmen möglichst alles mit rein. Es geht sowohl nach Charakter, Aussehen, Stil etc., aber es geht auch nach deren Pokémon, es geht nach deren Kampfschwierigkeit vielleicht. Genau, ja. Ne? Also alle möglichen Raster, die in diese Charaktere mit reinspielen, versuchen wir sie hier mal reinzusetzen. Das war ein echt geiler Charakter, toller Kampf. Der Kampf war mega nervig, der Charakter sagt mir nicht so viel etc. Das ist meine Tierlist. Ich packe die Bildlinks dann auch in die Beschreibung, sodass ihr sie euch länger angucken könnt, falls ihr das möchtet. Bin dann hier also noch nach diesem Raster vorgegangen. Auch von links nach rechts absteigen. Das heißt, das ist mein absoluter Lieblingscharakter. Hier geht es dann absteigen. Das ist aber ab Whatever ist es nicht mehr relevant. Das habe ich nur bis ach so, ja, so habe ich es auch nicht, so habe ich es auch gar nicht geordnet. Also ich habe die einfach in die, okay, in die Tiers reingeschmissen. Okay, dann gucken wir, das ist ein gutes Stichwort. Da gucken wir uns einmal deine Liste an. Es ist hier wegen der Bildschirmübertragung, die wir durchführen, etwas laggy. Genau, wir haben dann gesagt, wir lassen die ganz irrelevant sind für uns, lassen wir erstmal komplett raus. Das hast du dann schon umgesetzt, muss man sagen. Genau, ja.
So, da merkt man schon, es gibt einige Unterschiede. Auch den Link packe ich unten in die Beschreibung. Und dann versuchen wir jetzt mal eine gemeinsame Liste zu erstellen und möchten uns da natürlich auch nicht 3 Stunden mit aufhalten. Das könnte man machen bei so vielen Charakteren. Aber wir versuchen da ganz flott und sehr zielgerichtet vorzugehen. Das heißt, wir fangen mit den Fragezeichen an. Das sind eben wirklich die Charaktere. Ich zum Beispiel habe Sword und Shield nicht gespielt und kann mit vielen einfach nichts anfangen. Mit manchen schon, wie zum Beispiel mit Marnie. Die finde ich auch ganz cool, aber mit vielen kann ich einfach nichts anfangen. Und bei dir ist es ja ähnlich. Jetzt nicht unbedingt bei Sword und Shield, aber insgesamt. Würde also gerade mal fragen, mit welchen du überhaupt nichts anfangen kannst. Welche die ersten sind, wo du sagst, zu dem kann ich gar nichts sagen. Der ist mir komplett durchgerutscht. Die können wir sofort in die Fragezeichen packen, deiner Meinung nach. Ja, also da gibt's einige. Ich habe zum Beispiel X und Y gar nicht gespielt. Da kenne ich echt nur die paar Freunde, die man da hat. Also diese 2 Mädels und dann noch der etwas kräftigere und dieser nerdige, intelligente Käfer-Typi. Ist witzig, dass du das so sagst, denn ich habe X und Y gespielt und habe viele von den Arena-Leitern gar nicht wiedererkannt. Also die hatte ich komplett vergessen. Deswegen lass uns da doch mal ansetzen. Das heißt, Clement, der ist doch aus X und Y, oder? Ja, Clement und Ramos sind, glaube ich, aus X. Genau, und Valeria auch, mit dem neuen Feentyp. Ja. Clement würde ich persönlich, Ramos zumindest, ja gut, da habe ich Olympia, kennst du die? Kennst du Olympia? Hast du deinen Cursor drüber? Ich sehe es gerade nicht. Unten, kann sein, dass du meinen Cursor nicht siehst. 2. Reihe, Mitte, lilane Haare. Neben Plane und Valeria. Unter Roxy. Ja, doch, die kenne ich. Kennst du die? Okay, ich kann mit der gar nichts verbinden. Verbindest du irgendwas mit ihr? Also, nee, also ich kenne sie echt nur vom Hören sagen, aber ansonsten keine Ahnung. Tiamo. Verbindest du irgendwas mit Tiamo? Ganz rechts? Neben Blue? Nein. Fragezeichen. Wie gesagt, X und Y. Ja. Nicht gespielt. Sophocles. Können wir vielleicht später. Trevor. Der ist, glaube ich, auch aus X und Y. Hier mit den orangenen Haaren. Unten ja. Links. Auch gar nichts. Ja, na, exakt. Es hat zwar ein ganz süßes Design, aber ich habe wirklich. Es ist nichts hängen geblieben von ihm, muss ich leider. Serena kannst du auch gleich noch mit dazu nehmen. Wo ist sie? Die blonde, vorletzte Reihe, ganz rechts. Ja, ganz rechts habe ich Giovanni. Noch weiter, 2 weiter. Serena heißt sie. Serena, ja. Also links von Giovanni, 2 weiter. Shauna, ach so, aber das ist die Protagonistin von X und Y. Ich finde, das ist eine der besten Protagonistinnen vom Design her. Weil die jetzt sehe ich es. Genau, weil die endlich mal wieder ein bisschen älter ist. Lass uns doch noch in die Fragezeichen-Kategorie auf jeden Fall Quant, den Arena-Leiter hier, diesen Stein-Arena-Leiter, diesen Pseudo-Rock, Rocco. Ja, er sieht aus wie ein schwarzes Zubiris. Ja. Ja, er ist halt einfach ein Just Another Rocco. Ramos ist, finde ich, so, hier der englische Name ist Price, die Norbert auf Deutsch, einfach nur Just Another Norbert. Norbert natürlich aus Generation 2, er ist einfach ein Pflanzer-Arena-Leiter, deswegen, da ist auch nichts hängen geblieben, deswegen würde ich ihn jetzt auch in die Fragezeichen packen. Ja, auf jeden Fall, das ist einfach nur ein alter Mann. Verbindest du was mit Wulfric? Wulfric? Wulfric ist hier unten links neben Plane und der ist quasi Norbert auf Steroide. Ah ja. Nein, keine Ahnung, wer das ist. Gut, weg. Ist der auch aus X und Y? Ja, ich glaube, der ist auch aus X und Y. Eis-Arena-Leiter. Ja. Ja. Sonst gibt's. Marlon, verbindest du was mit Marlon? Hier, 3. Reihe, links, relativ links, neben Roxy. Mit den blauen Haaren. Nö. Nee, ich auch nicht. Also keine Ahnung. X und Y, glaube ich. Wer ist Roxy? Und wer ist Huch? Roxy ist richtig cool, die ist aus X. Warum die heißt ist aus der Schwarz-Weiß. Huch? Die ist Hugh. Hugh ist auch ein relativ uninteressanter Edgelord. Also da kann ich auch nichts zu sagen, aber zumindest ein bisschen was. Deswegen würde ich den gleich einkategorisieren. Was ich auf jeden Fall noch rausschmeißen würde, wäre ja doch Clement. Clement würde ich rausschmeißen, ganz rechts. Der Blonde mit der Brille. Ja, auch nie der, gesehen. Der könnte Ahnung, cool sein, aber ich erinnere mich nicht wirklich. Der ist okay, aber es ist nichts hängen geblieben.
gut, in den oberen Reihen kenne ich die meisten bei Sword and Shield. Würdest du alle Sword and Shield Charaktere für dich drin lassen? So fürs Kategorisieren? Ja, schon. Also ich kenne sie halt. Ne? Also okay. Verbindest auch was mit ihnen? Okay. Ja, zu einem gewissen Grad schon. Gut. Ist ja nicht lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. Unten habe ich jetzt noch Shauna. Shauna, kennst du Shauna ganz unten neben Serena? Tatsächlich ja. Also ich habe mir mal so kurz ein Let's Play von X und Y angeguckt und da war eine Szene mit Shauna, wo man vor einem Feuerwerk stand. Das fand ich eigentlich ganz toll. Also, okay. Also ich finde ihr Design ganz furchtbar. Verbindest du irgendwas mit ihr als Charakter? Also ich weiß nicht, sie sollte vor allem für den männlichen Protagonisten halt so eine kleine Girlfriend-Rivalin gegenüber der anderen weiblichen Protagonistin sein. Also man hat da schon so ein bisschen Aber es heißt, du verbindest was mit ihr? Ja, schon. Tatsächlich schon. Auch wenn ich es nicht gespielt habe. Wo würdest du sie denn einkategorisieren? Zeig mir mal nochmal die Kategorien. Keine Sachs. Not bad. Ja, also. Okay, dann mache ich das jetzt einfach mal so. Vertrau dir da. Ich fand sie ganz charmant. Gut, dann lass uns doch jetzt einfach mal bei den Kategorisieren anfangen. Wir haben, glaube ich, die größten Non-Faces rausgeschmissen. Ja. Gibt es jemanden, den du unbedingt in Cancer möchtest? Also die wirklich ein unerträglicher Charakter, nervig oder so blass, dass der dich irgendwie schon wieder komplett kalt gelassen hat oder der einfach unerträglich vom Kampf her war? Alle Charaktere, alle aus Sword and Shield. Alle Rivalen, Freunde, die so unfassbar überenthusiastisch und so richtig nervig sind, wie zum Beispiel Hau. Wir denken an dasselbe, ne? Bitte. Jeder denkt an dasselbe. Bitte. Wo haben wir ihn? Cancer. Hop auch? Oben. Hop erste, auch? Erste. Ja, Hop auch? Alles klar. Sehr gut. Ja. Gut. Hau ist in der ersten Reihe. Schon wieder mit seinem einzigen Gesichtsausdruck. Guck an. Ich bin halt glücklich, ne? Ja. Ja, Hau, haben wir ja im Pokémon-Podcast auch drüber gesprochen, ist der selbst wenn seine Mutter im Sterben liegt, mit Krebs erkrankt, würde er erstmal für einen Freundschaftsmatch auf dich zukommen und würde Freudentränen heulen, wenn er verliert. Lass erstmal eine Teigtasche essen, ne? Und Top ist quasi der britische Hau. Ich meine, das sind einfach nur ein paar Buchstaben Unterschied. Zwei Buchstaben. Das ist schon wirklich unverschämt, wie unkreativ sie das gemacht haben. Die sehen halt auch sehr ähnlich aus. Ja, oh Gott. Er noch mit dieser Kronenfrisur, was mich richtig aggressiv macht. In Ordnung. Noch jemand für die Cancer-Kategorie? Wo ist er? Barry. Barry, hast du ihn? Hast du ihn gefunden? Rechts von Cynthia, in der Mitte so ziemlich. In der Mitte ganz rechts. In der Mitte ganz rechts, vielen Dank für diese sehr genaue. Ja gut, in der Mitte ist jetzt natürlich schwer. Das wird wahrscheinlich die Hälfte des Videos ausmachen. Fünfte Reihe. Fünfte, ja. 2, 3, 4, 5, Barry. Ah ja. Ich fand ihn nicht so schlimm. Also bei Cancer würde ich ihn nicht einordnen. Ja, ich dann keine Sucks. Ich kann mich auf jeden Fall auf keinen. Also das, ich meine, guck dir die beiden Kaliber an. Das ist schon nochmal ein großer Unterschied. Er war halt auch sehr nervig, aber ja, nicht so nervig. Ja. Ich würde bei Cancer auf jeden Fall, hat man auch an meiner Liste gesehen, da können wir aber gerne drüber diskutieren, aus Sonne und Mond, wo ist sie? Die Discount-Prostituierte. Wo ist sie? Die Dunkelhäutige. Mit der wenigen Kleidung. Olivia? Ich glaube, sie ist genau Olivia. Ich glaube, sie ist gar nicht. Die erste ist die allererste, oder? Genau, richtig. Die sieht aus wie eine Prostituierte. Echt? Ich finde die toll. Ja, deswegen ja. Unangenehm. Ja, danke, Pizza Juice, danke. Ja, das ist so geil. So, wenn wir uns das einmal angucken hier im PokéWiki. Das ist. Was? Das ist die falsche. Das ist die falsche Olivia. Es gibt zwei Olivia. Das ist die Bösewichtin aus. Für die Olivia heißt die Inselkönigin, siehe hier. Siehe hier, okay, vielen Dank, PokéWiki. Also ich meine, guck dir das doch mal an. Sieht großartig aus, ich liebe es. Sieht aus wie eine Stripperin. Das ist so toll. Ja, dann noch dieses Braungebräunte, dann noch diese Brustbetonung, ihr Lippenstift, dieser ganze Schmuck. Und ist auch so richtig sassy und abgehoben. Ja, hängen geblieben ist mir da auch nichts. Also ich hätte sie gern bei Cancer, aber du nicht? Nein, überhaupt nicht. Okay, dann packen wir sie zu keiner Sachs. Das ist mein Kompromiss. Wirklich? Ja, ich finde sie wirklich fürchterlich. Du hast sie um einen Grad hochgezogen. Das ist doch schon eine ganze Menge. Wenn ich mal kurz auf meine Liste gucke, wen habe ich denn da noch so? Achso, das ist deiner. Wen habe ich denn da noch so einsortiert? Genau, den Champion Leon aus Sword and Shield. Ich mag Klurak. Ich liebe Klurak. Ach, der Typ. Ja, der Champion. Der ist der.
Ja, doch, das war der aus Sword and Shield. Ja. Ich liebe Glurak. Ich mag den, ja. Ja, was? Oh Gott, natürlich. Also, na gut zu den. Dann gut bei keiner Sachs. Warte mal, war der nicht aus Sonne und Mond? Nein, der ist aus Sword and Shield. Sicher. Ja. Er ist aus Sword and Shield, glaub es mir. Ja, das ja, ich glaube. Das ist der britische Champion. Ja, ja. Ich finde den ganz, ganz cool eigentlich. Okay, dann packen wir ihn auf keinen Sachs. Ich mochte seine komische My Hero Academia All Might Pose. Ja, ja. Ich fand's eigentlich ganz geil. Ich packe ihn auf keinen Sachs, okay? Oh nein! Pack ihn auf whatever. Komm, ich mag ihn wirklich. Der ist eigentlich ganz cool. Okay. Sein Design ist halt echt cool. Ich meine, dieses Cape. Ja, nein. Ist so cool. Nein, natürlich liebst du ihn. Wobei, er ist der Bruder von Hop. Pack ihn in keine Sacks rein. Runter, runter, okay. Runter. Weißt du was? Nein, das habe ich gerade gelesen. Nein. Okay. Ja, viel besser. Dann... Oh nein, jetzt sehe ich auch die Simularitäten. Oh Gott, yeah, das yeah, ist ja yeah, ähnlich. Ja, ja, ja. Dianta. Dianta, den Champion von X und Y, würde ich noch in Cancer reinpacken. Ja, weil sie, ich halt nicht, weil sie so unwichtig ist. Ich wollte gerade sagen, sie sieht sehr Cancer. Sie ist der lächerlichste Champion überhaupt. Man verbindet überhaupt nichts mit ihr. Das ist unfassbar traurig. Und das als weiblicher Champion, der verschiedene Typen benutzt als erster Champion. Sie hat keinen festgesetzten Typ. Das ist schon ganz cool, aber hat leider auch nicht geholfen, um sie zu retten. Innerhalb der Story auch vollkommen irrelevant. Gut, dann haben wir die Cancer. Willst du noch Charaktere in den Cancer reinschieben? Ja, lass mich überlegen. Es muss doch bestimmt noch Kandidaten geben für Cancer. Bestimmt. Da kommen sicherlich später noch welche hinzu. Ich würde Plumeria zum Beispiel noch reinpacken. Für ein bisschen Krebsgeschwür. Plumeria aus der zweiten Reihe, aus Team Skull. Weil ihr Design so abscheulich ist, in meinen Augen. Wer ist das denn? Plumeria mit den pinken Haaren ist aus X und Y. Sie ist der. Ah, okay. Genau, der Underling von Gasma würde ich noch bei Cancer reinstecken. Aber X und Y ist doch nicht Team Skull. Stimmt. Die ist nicht aus. Sonne und Mond. Sonne und Mond, du hast recht. Sonne und Mond. Richtig. Gehört die echt zu Team Skull? Die ja, hat ja. Man wahrscheinlich ja, ja. Nur einmal gesehen. Du siehst doch sogar ihre ja, Totenkopfzöpfe. Hm. Ja, pack sie in Cancer rein. Keine Ahnung. Okay. Pack sie alle in Cancer rein, alle Charaktere. Noch jemanden? Erstmal nicht, also auf die Schnelle fällt mir jetzt erstmal keiner ein, aber es wird sich wahrscheinlich noch rauskristallisieren. Gut, dann lass uns an beiden Enden der Fahnenstange anfangen, dann wird es einfacher. Dann lass uns jetzt mit Love weitermachen. Also wirklich die Charaktere, die du perfekt findest, die du richtig, richtig genial findest. Und da packe ich natürlich sofort Ja. Wo ist er? Der muss ganz, ganz schnell rein. N ist Zweite Reihe in der Mitte. Einer der besten Charaktere des gesamten Franchise. Design, der beste Charakter. Design großartig, Dialoge großartig. Ich hatte N in meiner Tierliste gar nicht mit dabei. Ich habe den einfach nicht zur Auswahl gehabt. Ja, ja, richtig, ich auch nicht. Deswegen ist die Liste ja besser. Design perfekt, Dialoge perfekt, Hintergrundstory toll. Pokémon, wie er sie einsetzt, großartig. Seine unterliegend romantische Beziehung zum weiblichen Protagonisten, großartig oder tieffreundschaftliche zum männlichen. Und Hammer. Und er ist auch einer der, wenn nicht sogar der einzige Rivale, der seine Pokémon bei jedem Kampf ändert. Also der hat jeden Kampf komplett andere Pokémon. Und es sind jeweils die Pokémon, die man auf der Route fangen kann. Ja, genau, weil er sie da quasi direkt einfängt und einsetzt. Quasi. Und dann wieder freilässt, weil es seiner Ideologie entsteht. Ich möchte sein Gesicht ablecken. Ich möchte, dass er auf mich tritt. Ja. So, dann packe ich natürlich sofort, und da lasse ich nichts drauf kommen, Camilla drauf. Camilla, wo ist mein Girl Camilla? Sieht ganz geil aus, ne? Für mich die beste Arena-Leiterin, Elaysa im Englischen. Ist die gar nicht dabei? Doch, deswegen war ich so verwirrt. Ist für mich die mit Abstand beste Arena-Leiterin aller Spiele. Nicht nur ihre beiden großartigen Designs, das erste Vocaloid inspiriert, das zweite dann ihrem Charakter entsprechend, wenn man sich mit ihrem Charakter beschäftigt. Sie hat keinen Charakter. Doch, sie hat einen Charakter. Sie sieht toll aus, aber... Da musst du mal im PokéWiki nachgucken bei Camilla oder Elaysa. So, es gibt einige Bonus-Events, die man auslösen kann, wo sie mit anderen Arena-Leitern Dialoge hat, wo man dann einen tieferen Einblick in ihren Charakter bekommt. Ihre Arenen sind großartig, ihre Model-Arenen, ihr Lied, das sie dann einsingt. Gimme what I need! Großartig. Ist das eher so Schwarz und Weiß 2 Content? Das, wie sie hier aussieht, dieses Design mit den schwarzen Haaren, ist Schwarz-Weiß 2. Mhm.
Ja, also ich fand, sie sah in 1 besser aus. Also da fand ich sie richtig, richtig cool. Finde ich auch, dass sie ein bisschen besser aussieht noch in Teil 1. Aber auf jeden Fall ist sie eine kühle, coole Arena-Leiterin mit einem tollen Team. Natürlich ist sie nicht besonders stark als vierte Arena-Leiterin, aber wie sie ihre Pokémon nutzt, hat mir richtig gut gefallen. Wer ist bei dir? Pokémon aus den Bällen holt, das ist halt ganz, ganz interessant und spannend. Ich hätte es gern, dass sie was aus meinen Bällen holt. Aber jetzt möchte ich darüber reden, welchen Charakter du liebst. Ja, dann müsstest du bitte alles noch klar. Mal runtergehen. Okay. So, jetzt wieder zu mir. Maxi, nö, Norman finde ich ganz geil. Können wir Norman einfach seinem Charakter und seinem Namen entsprechend in Whatever stecken? Also sofort, er ist die Whatever-Kategorie. Ist die Whatever-Kategorie, er ist normal. Ich habe eine Connection mit Norman, das ist mein Papa, das ist mein Papi. Okay, wer ist in der Love-Kategorie? Naja, Cynthia. Also, da hast du natürlich viele Fans, weil sie schwarz trägt, weil sie blond ist, weil sie einer der... Das ist halt die obvious choice, aber... Ach, ja, weil sie einer der schwersten Champions ist, weil sie ein weiblicher Goth-Champion ist. Ich finde sie auch ganz cool, allerdings hat mir dann immer so dieser letzte Funke an ihrem Design gefehlt und ich empfinde sie rückwirkend auch nicht mehr als so interessant. Auch wenn sie Architektin, Archäologin ist, das ist schon ganz cool. Wenn schon fucking Camilla. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich habe auch einen bekommen. Ja, ich habe auch einen Pick bekommen. Ich kann mich darauf einlassen. Cynthia ist schon cool. Noch jemanden, den du unbedingt drin haben willst? Ich glaube für Love. Also Love ist ja wirklich ganz, ganz, ganz hoch gesetzt. Aber Wo haben wir denn Love? Siehst du ihn irgendwo? Was? Siehst du ihn irgendwo, Love? Soll das gerade ein Gag sein? Weil das ist ja gerade ziemlich seriös durch. Nein, wen meinst du denn mit Love? Ich dachte, das ist jetzt irgendein Sword and Shield Charakter. Ich meinte die Kategorie. Ach so. Die Kategorie so. Love ist natürlich sehr, sehr hoch gesetzt. Man könnte nicht den Champion Love. Und, ach, ja, Gottes ja, ja. Willen. Ja. Naja. Willy Good, ich setz mal einen in Willy Good, damit du mal nochmal ein Gefühl dafür bekommst. Da setze ich zum Beispiel Iris rein, weil ich finde, dass sie als Champion ist sie einfach großartig. Es ist ein kleines Mädchen, das ist ein Drachen-Champion, ein kleines Mädchen, das es geschafft hat, trotz ihres Alters Champion einer gesamten Region zu werden. Ja. Man kennt sie schon aus dem Vorteil, aus Schwarz-Weiß 1. Sie hat Drachen-Pokémon, ist damit quasi eine kleine weibliche Siegfried und ihr Champion-Raum ist einfach das Sonnensystem. Ja, ich finde sie so, so toll und ich finde es ganz, ganz schade, dass sie leider Pokémon Weiß exclusive war. Also man hat in Schwarz gegen ihren Vater gekämpft. Ja, genau. Der natürlich absolut langweilig ist. Also komplett belanglos. Drachenbart. Ja, komm, ja, ich habe einen Drachenbart. Ne? Meine Tochter mag Drachen. Ja. Ich bin Drache. Gut, noch jemanden für Willy Good oder Love? Silver auf jeden Fall würde ich absolut auch gut tun. Absolut. Ich finde ihn so cool, er ist der so ein beste, Edgelord. Der beste Rivale mit. Also, naja, ja, er ist nicht nur ein Edgelord, sondern er ist ja der Sohn von Giovanni. Und während er dementsprechend auch anfängt in Generation 2, dass er eben wirklich fies ist, dass er Pokémon nur als Machtinstrumente benutzen will. Er hat seine Redemption. Hat er eine Redemption, er macht langsam eine Entwicklung durch und auf der Siegesstraße dann sagt er wirklich, hey, es tut mir leid, ich habe jetzt gelernt, dass man Pokémon anders benutzen kann, werde das entsprechend umsetzen, hat wirklich, er spaltet sich von seinem Vater ab und das merkt man in dem Pokémon, das er im letzten Kampf einsetzt, das ist ein X-Bart und X-Bart entwickelt sich mit Zuneigung. Mhm. Das ist ein super cooles Detail. Ja, das ist so ein cooles Detail. Ja. Nice. Noch jemand? Wo ist der? Steven. Steven, den Champion. Ich finde ihn auch cool, gerade von seinem Charakter und so, aber auf Willy Good kann ich mich einigen. Und dann dieser Secret Fight mit ihm, der wirklich, wirklich schwer war. Also der ist richtig schwer, der hat irgendwie Pokémon über Level 70. Er ist halt, finde ich, nicht der coolste hohen Champion, aber auf Willy Good. Er ist halt so mysteriös und eigentlich eher so ein totaler Side-Character, aber manchmal Er ist der männliche Cynthia, fällt mir gerade ein. Er ist auch Archäologe, ne? Ja. Er ist der männliche Cynthia. Die sind eben beide auch so ein bisschen cool, ein bisschen selbstbewusst, ja. Gusma würde ich noch in Really Good. Was? Oder vielleicht sogar Love? Gusma ist doch toll, hä? Also, er ist ein Simp. Ich weiß nicht, ob das wirklich so cool ist. Also,
Na gut, jetzt wo man darüber nachdenkt, als Leader von den Rüpeln. Ich würde ihn in Not Bad. Rüpeln. Ja, not ist bad. Ja eher Not Bad. Not ja. bad. Gott, er ist in derselben Kategorie wie das. Das ist halt auch Shauna. Ja. Hallo, ich bin Shauna. Ich bin süß. Ich hab ein Lazy Eye. Ich viele. Ich würde gerne noch in Love oder wenn du ihn weiter unten haben möchtest, in Really Good, würde ich gerne Wallace packen. Ist mit meinem Lieblingschampion. Ich weiß, Siegfried. Das ist dein All-Time-Favorite, aber ich muss ihn auf Really Good runterhandeln. Okay. Weil, wer ist das? Guck ihn dir. Was ist er ist ein das? Künstler. Er ist ein Ästhetiker des Wassers. Er steigt in Smaragd, steigt er dann zum Champion auf. Ein Wasser-Champion. Wie cool ist das? Ein Wasser-Champion. Naja, Misty ist halt. Naja, er ist Wasser-Champion. Künstler des Wassers. Sie ist in der Arena da drin. Arena, okay, Alter. Dann aber bitte in Love Siegfried. Ich meine, come on. Siegfried. Lance. Der Drachen-Champion. Ja, ist super cool. In so vielen Editionen. So viel Story-Content in Generation 2, wo er mit dir Team Rocket aufmischt. Er greift einfach einen Rüpel mit dem Hyperstrahl seines Dragorans. Ja, an. Das ist so unfair. Also, man hat diesen Doppelkampf, man hat diesen Doppelkampf mit ihm und man hat während des Kampfes vielleicht gerade mal seine Erstentwicklung von seinem Starter. Ja, und der stark. Kommt mit seinem und Dragoran packt, auf Level 50. Ja, schickt mit seinem overlevelten Dragoran einfach aus und hyperbeamt die Gegner weg. Ja. Was ist denn das für ein kranker Motherfucker? Ja. Und wir haben uns alle als 12-Jährige gedacht, oh mein Gott, ist der cool. Und im Pokémon-Anime, muss man sagen, hat er auch einen Arc. Da macht das auch ganz gut Spaß, denn dann bekämpft er mit Ash die Team Rocket-Rüpel. Und nimmt dann am Ende das rote Garados in sein Team auf, was auch echt ein guter Move ist. Hat er nicht sogar im Champ-Kampf 3 Dragoran? Ja, ja. Also. Und in Generation 2 hat er sogar noch 2 Dragoniers, was ich besonders sympathisch finde, weil ich Dragonier sehr mag. Cool. Ach Love. Ja, Dragonier, das majestätische Schlangen-Pokémon, wird zu einem dicken Cartoon-Drachen, ja. Ich hab Hunger, gibt's ein paar Bären? Sorry, ich hab Pokémon. Ich hab ein bisschen zugelegt, ne? Maskenpflicht, Pokémon. Was? Hey. Okay. Ich würde Wake, den du hier unten siehst, neben Meilane und Fatina, in der 4. Reihe von unten, würde ich direkt in Whatever reinpacken. Das ist, glaube ich, auch ein Wasser-Arena-Leiter aus Pearl und Platin. Wake, den sehe ich gerade, den würde ich einfach direkt in Whatever reinpacken. Ja, ich glaube, der ist sogar aus Gold. Nee, der ist aus, oder? Dann wüsste ich's. Echt? Der ist aus Platin, der ist aus Generation 4. Okay. Ja. Ja, den würde ich direkt in Whatever reinpacken. Ist, ja. Keine Ahnung. Außerdem auch. Ja? Ich habe gerade gedacht, dass der in Gold ist wegen den Remakes. Da konnte man ja auch gegen die Kanto. Wo er ebenfalls nicht dabei ist. Ach ja, wo er auch nicht dabei ist. Ja, egal, dann also, kenne ich ihn einfach gar nicht. Danke, Pizza Juice. Ja, bitteschön. Bin wohl doch nicht so Wake wie er. Vogue? Außerdem würde ich bei Really Good würde ich direkt Ben und Svenja reinpacken, beziehungsweise Tate und Lisa, weil sie die einzigen Zwillingscharaktere in der gesamten Franchise-Geschichte sind und ich das so cool finde. Dass sie und mit der einzige Doppel-Arena-Kampf tatsächlich. Ich glaube auch, ja. Das ist Wahnsinn. Der einzige Doppel-Arena-Kampf. Ja. Bei Really Good? Das haben die danach nie wieder gemacht, was ich echt schade fand. Und sie kämpfen mit Gedankenübertragung, also Wahnsinn. Ich muss auch sagen, der Kampf, also als ich das Spiel gespielt habe, war auch nicht mal so einfach, ihr Lunastein und ihr das Sonnen-Pokémon, Sonnenfell, die waren unfassbar tanky und die haben sich, glaube ich, die ganze Zeit mit Genesung hochgeheilt. Also war auch gar nicht so einfach, muss ich sagen. Und es sind 2 Kinder und das ist immer beeindruckend, finde ich, wenn Kinder Arenaleiter sind. Ja. Deswegen würde ich auch Hilda bzw. Mylene, die Kampf-Arena-Leiterin aus Platin, das ist eine der wenigen Arena-Leiterinnen aus dieser Generation, die mir im Gedächtnis geblieben sind, eine kleine Kämpferin, die würde ich auch bei Really Good reinpacken. Es sei denn, Mylene. Mylene, genau. Es sei denn, du hast was dagegen. Du würdest sie bei Not Bad. Du kannst sie bei Really Good reinpacken. Gut. Sag du mal wieder was. Ja, ich möchte auf jeden Fall. Oh, wie heißt denn der auf Englisch? Surge? In der 4. Reihe, der 3. Surge. Mit der Sonnenbrille. Mayo Bob. Ja, genau. Den reinpacken. Den will ich auf jeden Fall in Really Good haben. In der ersten Generation erzählte dir von den Pokémon. Genau, richtig, ja. Erzählte dir von den Pokémon-Kriegen, genau. Dann voll den Lore-Intel und. Wo möchtest du den haben? In Really Good.
Ich hätte ihn nur bei Not Bad reingepackt, aber der ist schon ziemlich badass. Der ist schon cool, diese Sonnenbrille. Er hat einen coolen, schwierigen Kampf. Er setzt einen Raichu ein, was ich sympathisch finde. Nicht die Franchise-Hore Pikachu. Er hat viele Auftritte. Er hat in dem und dem Spiel hat er auch mal ein bisschen Lore. Ich würde ihn bei Willy Goat reinpacken. Hat er schon verdient. Ich würde gern Volkner aus Platin in der vierten Reihe von unten in der Mitte, der Blonde, der Elektro-Arena-Leiter, ist der letzte Arena-Leiter der Generation, weil er so cool und gloomy und mürrig aussieht. Auch wenn ich mich an nichts erinnere, was seinen Charakter angeht, würde ich ihn wegen seinem Design reinpacken. Und weil er ein Arena-Leiter ist, ein Elektro-Arena-Leiter ist, der zuletzt kommt, würde ich ihn gerne bei Really Good reinpacken oder bei Not Bad. Ja, bitte Not Bad, der sieht ja mega basic aus, was ist denn los? Ja, der ist eben so mürrig und sitzt vor allem, ne? Er ist so verschreckt. Ach so, ja gut. Ja, dann ist er Love, ne? Wenn er sitzt. Würde ich ihn in Love reinpacken, ne? So, können wir mal über Norman reden? Ich meine, come on. Der erste Arena-Leiter, der das Sitzen Norman ist doch prädestiniert für whatever, er ist normal, er heißt Norman. Aber er selbst ist sein seine, selbst eigener seine, Vater, wie cool selbst ist seine, das denn? Ja, das ist cool, aber selbst seine Mutter wusste, aus dem wird nichts. Und der war sogar stark mit seinem unfassbar overpowerten Meta-King. Ja, komm, guck ihn dir an, er sieht aus wie ich. Er sieht original 1:1 aus wie ich. Und was ich auch großartig fand, ist, dass seine Arena direkt in der ersten Stadt auftaucht, aber man halt noch nicht rein kann, weil man noch nicht bereit ist. Okay, ja, du hast recht. Und dann muss man backtracken zur ersten Stadt. Ja. Wie cool ist das denn? Das ist cool. Ich habe ihn bei Not Bad reingepackt, okay? Ja, er sieht aus wie eine Basic Bitch, aber komm schon. Ich habe ihn bei unser Daddy. Ich habe ihn bei Not Bad reingepackt, okay? Er kann mit Volkner vielleicht ein Küsschen austauschen. Gladion ist auf jeden Fall ein really good für mich. Erste Reihe, fünfte. Ja, ich habe gestern den Pokémon-Sportcast 3 hochgeladen. Da hast du gesagt, was er für ein Edgelord ist. Ich finde ihn so cool. Ja, aber er ist so cool. Sein Theme. Er ist ein cooler Edgelord. Wo willst du ihn reinpacken? Really good. Auf keinen Fall. Also bei Not Bad. Weil er Lillys Schwester ist und weil er Lore hat. Und sein Pokémon ist unfassbar cool. Ja finde ich nicht. Null. Ich gebe dir Not Bad. Ja, okay. Also Lilly haben wir leider nicht dabei, die würde ich auf jeden Fall bei Love reinpacken. Na, haben wir auch im Sportcast drüber geredet. Ist sie nicht dabei? Vielleicht ist sie ja doch dabei. Wenn ich sie entdecke, hast du was dagegen? Weil sie hat ja so einen starken Charakter, sie hat ja so eine lange, konsequente Charakterentwicklung. Ich glaube, sie ist nicht dabei. Ich mag es, wie die Tierlist einfach daraus besteht, dass wir uns gegenseitig fragen, ob wir was gegen unsere Betierlistung haben. Und naja, wir müssen ja versuchen, einen Mittelwert zu finden. Du musst auch schon widersprechen, wenn du anderer Meinung bist. Nee, sie ist nicht dabei, aber wo würdest du Lilly denn einsetzen? Wer ist Lilly? Lilly ist fuck you! Ich rede hier 2 Minuten, halt ich einen Monolog darüber, du fandest die Augen und du so, über wen redet ihr? Ja, ich wollte dich fragen, aber ich muss halt, ne? Sie ist die Freundin, Freundin/Konkurrentin aus Sonne und Mond. Die Tochter der Aether-Präsidentin. Ja, die mit ihrem Wölkchen. Genau. Ach, ich muss ehrlich, also ich muss zugeben, ich mag sie überhaupt nicht. Also, was? Ach nee, ich mag sie überhaupt nicht. Sie ist so langweilig. Bastard. Sie ist halt ein girly, traumatisiertes Nein, Mädchen. Nein, sie macht so eine tolle Charakterentwicklung. Meine Mama hat mich abused. Scheiße. Aua. Warum ist sie 16? Weiß ich nicht, jeder ist Sachse. Okay, gut, dann lassen wir das Thema jetzt erstmal weg. Wen ich gerne noch relativ hoch einordnen würde, ist aus Generation 2 Top 4 Mitglied Karen. Karen? Linke Reihe, dritte Reihe links mit den blauen Haaren. Ist das nicht automatisch Cancer? Der Name ist schon ziemlich furchtbar, aber ihr Charakterdesign ist so cool. Sie hat silberne Haare und sie ist ein Bad Girl. Ne? Sie sagt, ich mag Trainer, die mir alles abverlangen, mit denen ich spielen kann. Aber unsere hurige Olivia ist keine Sachse. Sie ist eine Bitch, aber sie ist ein Bad Girl. Also sie ist so ein Mafiosi-Girl. Ne? Also es ist cool, dass sie ein Arschloch ist, weil sie ein Mafiosi ist. Okay. Nein, sie ist kein Arschloch, sie ist so eine verspielte Sadistin. Ne? Also man merkt, dass sie gerne mal in die Spielclubs geht. Sie hat so ein tolles Charakterdesign. Ja, yeah. You do you, go off. Warte, ich muss sie dir mal zeigen. Go off, leck mich. Oder leck Melanie. Also ich meine, guck sie dir doch an. Ja, okay. Pure Eleganz. Und sie ist eine Unlicht-Top 4. Sie hat Unlicht-Pokémon. Leider, was. Guck dir ihren Raum an. Was ist das denn? Guck dir ihren Raum an.
Was man sagen muss, ist, dass sie ist eins der wenigen Top-4-Mitglieder, beziehungsweise eine der wenigen Charaktere überhaupt im Franchise, die außerhalb ihres Top-4-Raums überhaupt keinen Auftritt und keine Relevanz hat. Das ist schade. Lass sie uns in Really Good reinpacken, okay? Ja, von mir aus. Sie hat coole Pokémon. Okay. Wo würdest du Marnie einordnen? Ist schon Really Good. Also, der Kampf mit ihr komischen Sideground, in dieser komischen Ghetto-Gasse, mit der unfassbar geilen Musik, das ist einer meiner Lieblingsthemes. Mhm. Und das ist auch ihr OG-Theme, also das ist ihr Theme, ne? Das gehört ihr. Mhm. Und die Pokémon, die sie einsetzt, sind auch unfassbar cool. Ich finde ihr Theme ganz okay. Ich habe das Spiel nicht gespielt, aber ich mag sie auch ganz gerne, ihren Charakter. Deswegen ja, ihr Charakter ist halt dieses typische Silent Girl. Gloomy Goff. Ja, lass mich alle in Ruhe, Goff Girl, ja. Okay. Ich möchte euch nicht um mich herumrahmen. Ich kann eigentlich gar nicht lächeln. Wie ist es mit den drei Brüdern aus Schwarz und Weiß? Verbindest du mit denen was? Scharfe Gegenstände. Dritte Reihe von unten. Naja, also es sind die. Also dafür, dass es die ersten Arena-Leiter sind. Das ist eine coole Idee. Ich würde sie dennoch nur bei Whatever reinpacken. Ich finde es halt auch cool, dass sie diese Monkey-Pokémon haben, die quasi ihren Hairstyle repräsentieren. Ja, aber das wurde ja auch, die wurden ja auch dafür designt. Also. Ja, es ist cool, dass es ein Trio ist. Das ist, glaube ich, auch das einzige Trio als Arena. Ja, gut. Sollen wir sie bei Not Bad? Ja, sollen wir sie bei Not Bad? Sind okay. Also ganz low Not Bad. Aber wen von den dreien magst du am liebsten? Bei mir ist es Crass. Ja, weil er halt blau ist, ne? Nein, wegen den Sugoi-Haaren. Was? Nein, halt die Schnauze. Ja, dann halt der Grüne, keine Ahnung, ist mir total egal. Ich war mir so sicher, dass du Chili sagst, weil Feuer und Pokémon. Ne? Ja, nee, Grün ist meine Lieblings. Lenora aus Schwarz-Weiß, von die dritte von unten, mit der dunklen Haut, würde ich auf Whatever packen. Ist nichts hängen geblieben. Ja, es ist Whatever. Die hat sich so ein bisschen versucht, in die Story einzuquetschen mit diesem komischen Diebstahl. Dino-Kopf wurde gestohlen. Dann war sie so: Oh, der Dino-Kopf wurde gestohlen. Ja, danke, Leona. Wen ich gern noch bei Love reinpacken würde, ist Wally aus Smaragd, Rubin und Saphir. Auch ein Rivale, der so eine starke Charakterentwicklung durchmacht, der sich so entwickelt vom schwächlichen, unsicheren Kind, das gezwungen wird, Trainer zu werden, bis zum Rivalen, zum selbstsicheren Champ-Anwärter, der dir sagt, hey, Protagonist, ich habe mich so weit entwickelt, du hast mir geholfen, aber das wird mich nicht davon abhalten, diesem letzten Kampf mit dir alles zu geben. Lass uns ein faires Match haben. Ja, ich finde ihn auch toll und ich finde auch super, wie er quasi das Tutorial für einen war, weil er hat ja sein Pokémon war ja dieses Trassler. Und er kriegt einfach einen Trassler beim ersten Versuch, dieser kleine Wichser. Fun Fact, die Chance, dass Trassler dort auftaucht, beträgt 2,5% oder sowas. Und er findet es instantly. Und greift sie so, es uns unter die Nase. Ist ganz geil. Bei Love? Love, ja? Ja, ich Love. Sein Theme in den Remakes. Ja, Love. Sein Theme ist so wundervoll. Phoebe, die Top 4 Görer aus Smaragd, Saphir und Rubin würde ich in Whatever reinpacken. Hat leider außerhalb des Champion-Raums auch keine Relevanz. Keinen Bezug. Keine Ahnung, wer das ist. Glacia, die Eis-Arena-Leiterin, finde ich ganz nett, die Idee. Eine ältere Dame. Sieht sehr hübsch aus, aber ich habe keine Ahnung, wer das ist. Hat keine Relevanz außerhalb des Raums. Ich würde sie bei Not Bad reinpacken. Und das auch nur wegen des Designs und der Eis-Typen-Konnotation. Wer ist Milo? Wo ist der? Ist ein Arena-Leiter, weiß ich, aber verbindest du irgendwas mit dem ganz oben links? Milo? Ist wahrscheinlich Pflanze, glaube ich. Das ist, glaube ich, der Pflanzen-Arena-Leiter aus X und Y. Verbindest du irgendwas mit dem? Ja. Nee, der ist aus Sword and Shield, sonst würde ich ihn kennen. Echt? Ja. Okay, also wenn ich nicht mal weiß, von welcher Generation der stammt, dann. Nee, whatever. Fragezeichen oder whatever? Mach gleich Fragezeichen. Komplett raus, ja. Total egal. Bea, die Kampf-Arena-Leiterin, aka die Discount-Hilda. Die ist halt Discount Mylene. Cool. Also, ja, aber sie ist doch nur eine Discount Mylene. Ja, aber sie hat Fußfetisch-Service, sie hat keine Schuhe an. Okay. Pack sie auf, pack sie in Not Bad. Gut. Das überzeugt mich.
Morty aus Generation 2, der Geist-Arena-Leiter. Ich mochte ihn immer, weil er so gut aussehend ist, weil er so ein Chad ist, zweite Reihe, blonde Haare. Natürlich hat weil er so ein Geister. Ja, er ist ein Geister-Arena-Leiter. Er ist wirklich cool. Er hat ein bisschen Story. Ich würde ihn auf Woolly Good oder Not Bad packen. Na? Entscheidung? Not Bad. Keine Ahnung, wer das ist. Sorry. Okay, dann auf Woolly Good. Claire aus Generation 2, die letzte Arena-Leiterin, Drachen-Arena-Leiterin, die Cousine von Siegfried. Was verbindest du mit ihr? Wo ist sie? Zweite Reihe, blaue Haare, Drachen-Arena-Leiterin. Rechts. Finde ich ganz cool. Mochte sie auch ganz gern. Sie war so arrogant, aber irgendwie sympathisch. Sie, ja. Du darfst jetzt nicht gegen die Top 4 verlieren, sonst seh ich noch beschissener aus, weil ich gegen dich verloren habe. Und sie erzählt, dass sie immer gegen Siegfried verliert und dass sie das echt anpisst. Gegen ihren Cousin. Also sie ist schon eine Knollige. Ich pack sie mal bei Willy Good rein. Ja. Okay. Die Oma aus Sword and Shield. Mhm. Heißt sie hier Opa? Was ist Opal. Was zur Hölle? Opal. Opal. Unfassbar nervig, super unsympathisch. Okay, also, ich hab viel Gutes über sie gehört. Wow. Nein, man würde denken, sie ist so eine nette, wholesome alte Lady, aber sie ist verdammt arrogant. Also sie hat ja dieses Quiz, sie hat ja das Quiz während ihrem Arena-Kampf. Ja. Und wenn du eine Frage falsch beantwortest, dann wirklich, dann disst sie dich zu Tode. Dann sagt sie sowas, ja, wie kann man denn sowas nicht wissen? Also eine Boomerin. Ja. Okay, also, wo soll sie rein? Keine Sucks. Also sie suckt für mich. Okay. Brock. By whatever. Brock. Ja, Brock by whatever? Schwester Joy! Also komm, allein der Serienservice, den Brock bietet, gehört doch offen in Not Bad, oder? Not Bad, alles klar. Er ist halt ein Comic-Relief-Charakter. Weihan, der im Englischen, warum heißt der Weihan? Ach richtig, auf Deutsch heißt er Roy. Wegen Pizza Juice? Warum heißt er Roy? Wegen Reue. Nein, er heißt Roy. Er ist der letzte Arena-Leiter von Sword and Shield und ein Drachen-Arena-Leiter. Warum heißt er Roy? Er ist ein Drachen-Arena-Leiter. Er heißt Roy. Wegen Red Dead Redemption. Siegfried und... Ach, leck mich doch. Nein, das doch, ist nicht die Anspielung. Doch, nein, er heißt auf Deutsch, sie haben ihn auf Deutsch Roy genannt. Nein, Siegfried das, und ja, Roy ist eine deutsche Sage. Nein, das ist... glaub ich nicht. Nein! Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Technische Störung. Es ist eine deutsche Sage und sie haben Weihan mit Roy übersetzt. Bitte sag mir nicht, dass das wirklich eine Anspielung darauf ist. Natürlich. Das kann nicht sein. Siegfried ist benannt nach dem Drachentöter. Gut, ich wollte ihn auf really good reintun, aber jetzt soll keine so. Ich finde ihn auch. Also ich finde das really good. Nein! Was? Der ist cool! Nein, der ist ein Pseudo-Cooler für 13-Jährige. Ja, so cool! Not bad. Das ist das Beste, was du von mir bekommst. Not bad. Gott, guck ihn dir an, diese Mütze. Er ist so cool. Das ist quasi das Stirnband von Morty in nicht ganz so cool. Hä? Gott, wie heißt der denn auf Englisch? Beat? Beady? Bibis? Beauty? Erste Reihe, Vorvorletzter? Beady, ja, kann ich nichts mit verbinden. Sieht fremdschämig aus. Was verbindest du mit ihm? Ist ein Dude tatsächlich. Ja, ja. Und ist quasi so eine Art, Rivale. Ist er nicht der Sword and Shield Arena Leiter, der gegen seine Milf verloren und deswegen die Arena nicht bekommen hat? Ja, genau. Das ist ein Not Bad Wert. Okay. Das war echt witzig. Und die Mutter ist lustig. Genau, die Mutter ist Melanie. Wo kommt die hin? Ich mag ihr Design ganz gern, also ich würde sie in Not Bad reinpacken, nur vom Äußeren und von der Lore, dass sie die Mutter ist, die... Ja, ich mag sie nicht so sehr, aber ja, wir geben ihr mal Not Bad. Dann bei Whatever? Ich kenne sie nicht. Ja, ich würde mich schon eher auf Whatever. Okay. Können wir kurz über Bertha reden, in der dritten Reihe in der Mitte? Sie ist, das ist wirklich unverschämt, sie ist Agathe als mit Boden-Pokémon. Sie ist Agathe mit Boden-Pokémon. Wer ist das denn? Sie ist Agathe mit Boden-Pokémon. Mehr ist es nicht. Das ist so unverschämt langweilig. Das ist einfach nur eine Oma. Ja, das ist einfach Agathe mit Boden-Pokémon. Also das ist so unverschämt und kreativ. Sie hat sogar dieselbe Frisur. Warte, wo ist Agathe? Sie hat dieselbe Frisur. Wo ist Agathe? Moment. Ihr einziger Character-Trait ist einfach, ich bin alt. Ich bin Agathe mit Boden-Pokémon. Da ist sie. Okay, jetzt sieht man es hier nicht so gut, weil ein anderes Bild von Agathe drin ist. Aber sie haben dieselbe Frisur. Ja.
Das ist ziemlich traurig. Guck sie mal bei Kanda Sachs rein. So langweilig. Aaron in der dritten Reihe mit den grünen kurzen Haaren war ganz cool, weil er ein Top-4-Mitglied in Platin, Pearl und Diamant ist mit Käfer-Pokémon. Das ist eine coole Idee, aber abgesehen davon finde ich ihn auch unglaublich langweilig. Ja, ich meine, guck ihn dir mal an. Lassen wir uns bei Whatever reinpacken. Er kriegt von mir Bonuspunkte, weil er Käfer-Pokémon hat als Top-4-Mitglied. Ja, ich habe halt grüne Haare, deswegen habe ich Käfer-Pokémon. Als Sharon und Bianca, wollen wir die mal abarbeiten? Sharon würde ich wegen seiner Charakterentwicklung, weil er Arena-Leiter wird in Schwarz-Weiß 2 und weil er. Ja? Ja, also ich finde ihn richtig toll. Ich finde ihn auch in Schwarz und Weiß 1 toll. Weil er halt. Er ist der erste Rivale/Freund, der einfach down on earth ist. Mhm. Ja, der ist nicht überemotional oder passiv-aggressiv, sondern der ist einfach nur sehr, sehr ehrgeizig und das war's. Ja. Und er ist ein gutes Beispiel von Substance over Style. Na klar, er sieht nicht nach viel aus, aber der Charakter ist toll. Ich packe ihn mal bei Really Good rein. Und wie edgy und cool ist es bitte schön, dass er im zweiten Teil seine Brille nicht mehr trägt. Weil er jetzt Arena-Leiter ist. Weil er jetzt halt cool ist. Genau, so funktioniert das. Warum trage ich dann meine Brille noch? Bianca fand ich auch toll. Warum trage ich dann meine Brille noch? Ich mag Bianca sehr. Okay. Sie ist in Ordnung. Also sie hat Züge des typischen cheerful, annoying Freds. Ich würde sie bei Not Bad reinpacken. Ja, lass sie uns bei Not Bad reinpacken. Ja, sie ist Not Bad. Gut. Da wir gerade bei Agathe waren, Lucien in der dritten Reihe Mitte ist einfach nur Willi. Das ist ein Top-4-Mitglied mit Psycho-Pokémon. Das ist ein Top-4-Mitglied mit Psycho-Pokémon wie Willi. Er sieht aus wie Willi, er spricht wie Willi. Das ist fast eine 1-zu-1-Kopie. Ja, nur dass Willi cooler ist. Exakt, und er hat Psycho-Pokémon. Das kann nicht deren Ernst sein, dachte ich mir damals. Das ist schon sehr lazy. Er sieht also, das ist wirklich keine Sachs. Unfassbar unverschämt. Das sind mit die Gründe, warum die dritte Generation so unbeliebt war. Die vierte Generation. Weil sie da so unkreativ waren. Caitlin. Caitlin will ich. Wo vielleicht kann ich dich dazu bringen, sie auch Really Good zu packen. Vorletzte Reihe, fünfte. Ich mag ihr Design ganz gern. Ich mag, dass sie ein Top-4-Mitglied ist, das einfach so verschlafen aus dem Bett kommt. Ja, es ist so toll. Sie öffnet so ihre Haare, was quasi so eine Art Vorhang sein soll. Ich mag es, dass sie in der vierten Generation schon mal in der Kampfzone als viel jüngeres Mädchen dabei ist. Na, das finde ich schon mal. Ja, mit einem anderen Design. Super. Wo möchtest du sie haben? Eigentlich schon in Really Good. Ich finde sie so echt toll. Also, sie hat halt, abgesehen von diesen beiden Kämpfen, hat sie null Charakter. Ja, ich finde es bei Top-4-Mitgliedern allgemein immer schade, dass sie halt wirklich wenig Screentime bekommen. Aber einige schon, ne? Also, okay, dann packen wir sie bei Really Good rein. Packen wir sie bei Really Good rein und ich gebe dir mal ein Beispiel für einen Charakter, den ich zwar nicht besonders überzeugend finde, der aber ein wahnsinnig interessanter Top-4-Charakter ist. Und zwar haben wir bei X und Y Malia. Malia in der zweiten Reihe mit den pinken Haaren. Und sie ist das erste Top-4-Mitglied gewesen, das korrupt ist. Denn sie ist ein Mitglied des, das merkt man aber nur unterlaufend, also das ist im Subtext nur und durch Dialoge und durch ihren Dialog, wenn man bei ihr ankommt, ist das impliziert, dass sie ein Mitglied des Schurkenteams ist. Als Top-4-Mitglied. Ne? Also man kämpft nie gegen sie, sie lässt sich nicht zeigen, aber sie sagt halt, okay, du hast es offensichtlich geschafft, das Team platt zu machen. Sie gehört also irgendwie dazu. Das fand ich ganz interessant. Deswegen würde ich sie bei Not Bad reinpacken, obwohl sie sonst auch nicht viel Charakter hat. Hört sich sehr interessant an, ja. Ist ein Not Bad Wert. Gut. Gordy. Ich finde sein Design fürchterlich, mehr weiß ich nicht über ihn. Was sagst du zu Gordy? Wer zur Hölle ist Gordy? Warte. Der mal ist aus Sword and Shield. Ganz oben. Was? Mit der Brille. Dann bei Kinda Sucks, wenn du ihn nicht kennst. Ach, der! Ja, der sackt Ass Shields, ja. Okay. Das ist furchtbar. Gut. Juan aus Smaragd, kennst du ihn? Zweite Reihe rechts. Ich würde ihn eher Juan nennen. Juan, ja, okay. Sieht aus wie ein Juan. Ja, kann sein. Er war der Ersatz, weil Vasili dann als Champion eingesetzt wird. Ich fand ihn leider nicht überzeugend. Er ist für mich ein älterer Vasili. Kenn ich nicht. Ich würde ihn bei Whatever reinpacken. Mir völlig egal, ja. Ja, gut. Falkner, der Vogel-Arena-Leiter, der erste Arena-Leiter. Was sagst du dazu? Also, er hat halt keinen Charakter. Also, ich finde auch, dass er bei Whatever reinkommt. Er ist der erste. Also, ich finde, ich muss sagen, viele würden wahrscheinlich behaupten, dass die ersten Arena-Leiter
recht wenig interessant sein müssen, aber ich finde, der erste Arena, da spielt schon eine große Rolle. Ja, weil, ja, ja. Ja, also vor allem der erste und der letzte. Ne? Also definitiv. Anfang und das Ende. Und dafür, dass das der erste war, ja, war halt komplett belanglos. Ja. Ich pack ihn mal bei Whatever rein. Ja, ja. Top 4 Mitglied: Smaragd, Rubin, Saphir, Twake. Der Drachen, der alte Mann Siegfried. Old Siegfried. Wer ist das denn, dieser ja, Schnurrbart? Ich fand ihn leider auch nicht interessant, hatte keine Lore außerhalb der Arena, deswegen würde ich ihn bei Keiner Sucks reinpacken, weil er einfach ein alter Siegfried ist. Ja, ich hab den Kapitän. Du bist dran. Oh Gott, wie heißt der hier? Alder? 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 Vorletzte Reihe, der wir erste? Wir hatten doch gerade Alder Siegfried. Nein, der Ach Typ so. Heißt Alder. Ach so. Alder. Alder. Oh nein, dieser fürchterliche, langweilige Käfer-Champion. Oh Gott, ich hasse diesen Typ. Das ist einfach... Ey, dieses Sudo-Legi, was der hatte, war cool. Dieses Ramot, das war unfassbar cool. Das ist einfach Pokémon Jiraiya. Ja. Es ist Pokémon Jiraiya. Ja, weißt du was? Ja, es wurde immer. Also. Ja, oder? Mir. Ja, wegen mir. Er hat sich halt immer so versucht, in die Story so mit reinzusneaken und ab und zu mal aufgetaucht. Aber immer, als man ihn gesehen hat, hat man sich so gedacht, was willst du von mir? Lass mich in Ruhe, ich bin minderjährig. Okay. Watson, hier oben mit dem weißen Bart, der so schön lacht, ist einfach Mario Bob mit einem Bart und 10 Jahre später. Wer ist Watson dort? Ja, der ist aus der Smaragd, Rubin und Saphir. Wer ist das denn? Dieser Dumpling-Fressende. Ja, ja. Ich esse gern. Alles. Zu viel. Zu viel von allem. Wenn Serge quasi 10 Jahre älter wird und ein Bart hat. Oh, dann nimm bitte gleich Halla mit rein. Halla? Halal? Der ist, ja, ich wusste, dass du den Joke gelöst hast. der aus Sonne und Mond, der ganz unten. Ganz unten. Ja, oh Gott, können wir den nicht bitte in Keiner Sucks reinfacken? Ja, können wir auch gerne in Keiner Sucks. Guck dir dieses Design an. Komplett uninteressant. Das könnten Brüder sein, guck dir die mal an. War das nicht der. Nee, das war nicht der Vater von Lily. Keine Ahnung. Keine der Großvater? Weiß es wirklich nicht. Ja, das kann sein. Sie sieht aus wie ein Großvater. Fantina. Fantina, die Arenaleiterin aus Pearl, Platin und Diamant, würde ich bei Whatever reinpacken. Ich verbinde nichts mit ihr, außer dass sie eine Pokémon-Frisur hat. Ja, sie hat dicke. Sie hat einfach diese schwarzen Dinger von Cynthia als Haare. Ja, genau. Ist ganz cool. Alistair, was sagst du zu Alistair? Ich habe gehört, der ist ganz beliebt. Der Arenaleiter, der Geist-Arenaleiter aus Sword and Shield. Also sein Design ist unfassbar cool. Ja, ich find's auch ganz nett. Ich glaube, es ist auch so, dass er nicht wirklich mit einem spricht. Also er ist halt so ein bisschen mysteriös, aber die Arena-Leiter in Sword and Shield sind generell so ein bisschen, die sind halt so One-Time-Show-Offs. Ne? Also die haben so den großen, riesigen Arena-Kampf und dann sieht man die eigentlich auch nie wieder. Ne? Okay, aber schade, ja. Er ist not bad, not bad. Okay. Das Design ist wirklich, wirklich cool. Okay. Mit der, diese kleine, naja, kann man, es ist, nee, wie heißen nochmal diese Charaktere aus Mario? Shy Guys, genau. Shy Guys, ja. Er hat ja so eine Shy Guy, da muss man dran denken, auch. Das ja. ist eine coole ja, Anspielung, ja. aber ja. Absolut. Bei Whatever würde ich außerdem hinpacken aus Schwarz und Weiß Byron, weil er einfach nur ein interessanter Archäologen-Schaufel-Arena-Leiter ist. Ja, ich kann mich gar nicht an den erinnern. Ja, genau. Und was das Schlimmste ist, ist, dass in derselben Generation, also in derselben Region, haben wir haben wir Rogue mit dem Bauarbeiterhelm. Ja, auch. Ja, Stein und Boden sind zwei verschiedene Typen, aber die Arenaleiter sind sich so ähnlich, die beiden. Ja. Die sind beide uninteressant, deswegen whatever. Ja. Direkt den dazu. Witzigerweise wollte ich den gerade picken. Ja. Ja. Red und Blue, wollen wir die mal abarbeiten? Blue ist ja ein richtiges Ekel, aber ich finde, deswegen ist es einer der interessantesten Konkurrenten. Ich finde die cool, ja. Ich finde die interessant, ja. Das ist mal einer, der wirklich Schneid hat, der für sich einsteht, der richtig ein richtiger Drecksack ist, der dann auch zum Champion wird. Und der dann, nachdem er innerhalb von wenigen Wochen zum Champion geworden ist und dann von uns besiegt wird, nur von uns, von seinem Großvater gesagt bekommt, ja, du bist halt einfach zu schlecht, mein eigener Enkel. Du bist halt einfach zu schlecht, ne? Das heißt, what the fuck? You suck. Also,
was soll denn das? Der Junge hat gerade von 0 auf 100 ist er gerade zum Champion geworden, verliert einen Kampf und ja, du bist halt einfach scheiße. Halt ein Versager, ne? Dieses random Kind ist halt einfach besser. Ja, als ja, richtig. Oh Mann. Ich würde den bei Not Bad reinpacken, ja? Verwandtschaft, habe ich recht, ja. Ja, gut. Wo haben wir Rot? Rot ist der dabei. Ich glaube, er ist nicht dabei, weil er Protagonist ist. Ja, Rot würde ich, gerade weil man ihn in Generation 2 stumm auf dem Silberberg als ultimativen Endboss trifft. Das ist halt ist so vielleicht eine Anspielung cool an Sephiroth. Der ist unfassbar stark auch. Also du musst da echt grinden für den. Ja, der hat einfach, der hat ein Level. Hat der nicht sogar ein Level 81? Nee, 81 genau. Level 81 Pikachu. Ja, ja. Fun Fact: mit Eisenschweif. Das ist einfach eine Anspielung an die Serie, weil Pikachu da auch Eisenschweif gelernt hat. Ja. So cool und kann es auch nur durch Zucht erlernen, soweit ich weiß. Richtig, richtig den cool. Den hätten wir also bei Willy Good reingepackt. Willy Good, ja. Really. Ja, okay. Winona, die Flugarena-Leiterin aus Saphir, Rubin und Smaragd. Ich mag die vom Design sehr. Die ist von der Persönlichkeit ist sie eher ein bisschen zurückhaltend, ist sie sehr reif, ruhig, hat aber ein paar Auftritte, hat ein bisschen Relevanz außerhalb der Arena, deswegen würde ich sie bei Not Bad reinpacken. Ihr Design ist auch einfach so toll. Ja? Ja, klar, ich finde sie auch ganz Ich habe noch nie von ihr gehört. Ich weiß halt nicht, wer das ist. Pierce finde ich ziemlich fürchterlich, sowohl vom Charakter, also was ich von ihm gehört habe, als auch vom Design vor allem. Was sagst du zu ihm? Er ist ja der große Bruder von Marnie. Ja, ich muss sagen, bei seinem ersten Auftritt fand ich ihn ganz interessant, aber so bei etwas weiteren Überlegen ist er wirklich. Er ist der erste Unlicht-Arena-Leiter, aber so hätte ich es mir nicht gewünscht, ehrlich gesagt. Er ist nicht mal ein richtiger Arena-Leiter, er ist einfach so random irgendwie. Okay. Also, ja, so ein. Ja, nee, ist eigentlich. Worein? Whatever. Okay. Nicht schlecht genug für keine Sucks, aber whatever auf jeden Fall. Nessa finde ich toll vom Design her, weil sie eine Wasserarena-Leiterin ist. Sie ist zum Beispiel auch eine Wasserarena-Leiterin, die gar nichts mit Misty gemein hat. Also so macht man's gut. Ja, wieder weibliche Arena-Leiterin, wieder Wasser, aber komplett anders. Ja, ihr Design ist recht original, was Wasserarena-Leiter angeht, ja. Wo siehst du sie? Ja, ich finde sie schon echt cool. Sie ist not bad. Ich finde ihr Design großartig. Okay. Sie sieht so toll aus. Okay. Diese großen Ohrringe, das ist so cool. Ja, ja. Baxi aus Generation 2, der Käfer-Arena-Leiter. Muss ich sagen, kann ich nicht viel mit anfangen. Okay. Ich hasse ihn. Dann keiner Sucks. Er ist super smirky und arrogant. Kurzer Fun-Fact, wenn vielleicht jemand unseren dritten Pokémon-Podcast gehört hat, weiß er, dass ich hier mit Pokémon Reborn ein großes Fanspiel anfangen kann. Wenn nicht, dann möchte ich hier noch sagen, dass Baxi da eine Erwähnung hat. Denn Baxis kleine Schwester, das ist natürlich da nur Fan-Content, ist eine der sackschwersten Arena-Leiterinnen aus Pokémon Reborn, ist also ein Originalcharakter. Sie erwähnt, dass sie in die Reborn-Region gekommen ist, die man da in diesem Fanspiel durchspielt und dass sie dort Arena-Leiterin gekommen ist, weil Baxi, ihr großer Bruder, wie sie erwähnt, immer pisst war, weil sie ihn jedes Mal besiegt hat in jedem Kampf. Okay, interessant. Das ist super lustig, weil sie eine sackschwere Arena-Leiterin ist und sie erwähnt halt, sie ist seine kleine Schwester, sie ist so ein kleines 9-jähriges Mädchen. Sie sagt halt, dass sie die Region gewechselt hat, weil ihr eigener Bruder ständig gegen sie verloren hat und deswegen ständig pisst auf sie war. Autsch. Ja. Okay. Ja. Weirdes Cameo. Aber okay. Also Baxi ist offensichtlich in jedem Spiel. Danke, Baxi. Ein Arschloch. Also du bist auch in der Fanszene. Ja. Ziemliches Arschloch. Ja. Deine kleine Schwester aus dem Land geschmissen, weil du sie nicht besiegen konntest. Okay. Weißt du, was mir gerade auffällt, wer hier für mich auch fehlt, für dich eventuell auch, ist Zinia oder wie auch immer sie heißt? Zinia, ja, stimmt. Großartiger Charakter. Würden wir beide, glaube ich, bei Love reinpacken. Richtig cool. Ne? Und ihr Theme. Ja. Ich könnte in eine random Diskothek gehen mit einem CD-Player und dieses Theme komplett laut anmachen und einfach stundenlang dazu abdancen. Alle würden tanzen, Geil, alle würden tanzen. Ey. Alle würden tanzen. Alle würden tanzen, auch die Ü80-Leute. Die würden, oh, ist das nicht süß? Wer kennt sie nicht, die Ü80-Leute in der Disco? Genau, ich würde Sunja oben reinpacken. Auch wegen ihrer Musik, weil das, finde ich, die besten Themes des gesamten Franchise mit sind. Das ist so geil. Oh, also, das ist Wahnsinn. Cynia, du hast hier oben einen Platz in unserem Herzen. Ja, nach dem DLC, nach der DLC-Episode, die großartig war, verschwindet sie im Nichts und wird nie wieder erwähnt. Ja, sie ist tot. Ja. Flint! Okay.
Moment, Siebold ganz unten können wir schnell abhaken. Er ist quasi ein Vasili in Edgys, ein Top-4-Mitglied in X und Y. Ich finde sein Design ganz cool, ganz unten, blonde Haare. Er ist einfach nur ein Vasili in Krumpi. Krumpi, deswegen würde ich ihn bei Whatever reinpacken. Okay? Ja, er hat halt blonde Haare. Okay, ja. danke bitte, tschüss. Deswegen bist du hier, wegen deiner Expertise. Wo ist Flint? Zweite Reihe. Flinty McFlinson. In der Mitte. Der mit den roten Affen. Oh Gott, ja, mit dem kann ich auch gar nichts anfangen. Der ist so egal. Einfach so witzig aus. Das sieht aus wie ein Magpie. Das ist einfach Joreiko mit roten Haaren. Ja! Das sieht aus wie ein scheiß Magpie. Weißt du, was mir gerade einfällt? Ich sollte sein Artwork umfärben und für meinen Channel verwenden. Nein, das sieht furchtbar aus. Ja, und Nintendo so, wait a minute. Das sieht für dich zu schlecht aus. Ja, du kannst ihm ja noch so eine blutige Stirn geben oder so. Ja. Joreiko ist ganz cool. Okay, wohin? Whatever, I guess. Ja. Yeah. Bruno. Bruno ist natürlich ein Muskelmann, ist ganz cool in den Top 4 gewesen mit seinen Kampf-Pokémon, ist einer der ältesten Top 4-Mitglieder, hat aber viel Content im Anime, hat viel Content in den Spielen vergleichsweise für ein Top 4-Mitglied. Ich hab halt Muskeln. Deswegen würde ich ihn bei Not Bad reinpacken. Er ist wirklich ein harter Hund. Er sagt, man kommt nur durch, wenn man der Stärkste ist. Und wenn man nicht der Stärkste ist, dann hat man halt einfach fucking nochmal Pech gehabt. Ja, von mir aus. So, also er ist schon wirklich ein cooler Muskelmann. Okay. Jasmin. Die stahlharte Arena-Leiterin. Willst du Borg noch ranken? Wen? Was? Borg. Borg? Wer ist Borg? Der in der Mitte, haben wir nicht gerade über den geredet? Wo ist er denn? Oder über Borg? Nein, über den haben wir gar nicht gesprochen. Hä, hey, über wen haben wir dann gesprochen? Wir haben gerade über Flint gesprochen. Nein, Siebold. Ich meine der, den du bezüglich Reborn nochmal erwähnt hast. Baxi. Wer war denn Baxi? Wer ist Baxi? Baxi ist der zweite Arena-Leiter in Cresselia. Ah, ich hab die verwechselt. Ach so, ja, nicht Burke. Ich hab die auf Burke. Ja, aber da merkt man schon, genau, das wollte ich bei Burke auch erwähnen. Er ist einfach nur Baxi mit braunen Haaren. Deswegen würde ich ihn dann direkt dazu packen. Guck dir die beiden an. Ja. Also, Mann. Jasmin, die stahlharte Arena-Leiterin. Die erste Arena-Leiterin mit Stahl in der zweiten Generation hat ein Stahlos. Ich mag es, dass sie so ein zartes Mädchen ist und dennoch so einen festen Charakter hat. Der Kontrast ist ganz cool. Ich mag sie. Ich finde sie ganz süß. Really good oder not bad? Ihr Design mag ich nicht so gerne, ihr optisches, aber. Ist eher not bad, finde ich. Okay, oder? Okay. Ja, finde ich in Ordnung. Chuck. Bruno mit. Bruno in anders. Bruno mit weniger Haaren, ja. Whatever. Würde ich bei whatever reinpacken. Okay. Du bist dran. Ich mag es, wie wir am Anfang gesagt haben, wir machen das hier zügig und jetzt wahrscheinlich schon bei mindestens einer Stunde sind. Aber ja, so ist es eben. Aber ich muss sagen, das Pacing ist langsam schneller geworden. Also, ja. Oh Gott, wie spricht man den aus? Kiawe? Kaif? Nein! Oh, können wir den bitte bei keiner Sachs reinpacken? Ach Gott, dieser fürchterliche, widerliche. Ich hasse sein Minigame. Ja, keine Sachs. Also sein Minigame könnten selbst Vierjährige lösen, die Dora the Explorer gucken. Also wirklich, was ist denn Entsprechend das? Entsprechend hast du also 2 Stunden dran gesessen. Naja, 3. Kali. Die Knockers sind alle so gleich, ja. Kali ist ein Sonne-Mond- Top-4-Mitglied, das vorher und nachher nie wieder auftritt, aber sie ist eine Golfspielerin und eine Vogeltyp-Top-4-Dame, die auch ein tolles Design hat. Sie ist Golfspielerin, die Vogel-Pokémon trainiert. Das ist unfassbar bescheuert. Ich möchte sie gern bei Not Bad drin haben. Sie hat ein Schönheitswahn oder auch. Doch. Sie hat keinen Charakter außer Golf. Okay, fight me, bitch. Ihr Charakter ist Golf. Sie ist Vogeltrainerin. Eine Vogeltrainerin, die in den Top 4 ist und Golf spielt. Wie cool ist das? Und sie sieht toll aus. Und sie ist ziemlich bitchy zu einem. Also sie ist ziemlich kalt. Das mag ich. Not bad? Aber sie hat keinen Charakter. Doch, das sind sehr viele individuelle Traits. Come on. Ja, von mir aus. Dankeschön. Aber ganz, ganz low. Bitte ganz low halten. Sie ist Fokus, mal. Pizza, tschüss. Will. Pack sie jetzt unten hin. Komm. Jetzt ist gut mit dem Witz. Okay. Gut. Zu Mann. So, ja. Ich go's mal, okay. Was? Will. Will. Oder Willi. Ich will nicht mehr.
Verstehe ich nicht. Ja, ist in Ordnung. Also gibt mir nicht so, hat mir nie so viel gegeben. Ja, die Maske ist halt ganz cool. Whatever. Not bad, not bad. Okay, ja, er ist ja nicht schlecht, ja. Norbert. Ich mochte Norbert als älteren Herrn, der Arenaleiter ist. Ein Eis-Typ gibt immer Bonuspunkte. Ein älterer Herr, der Eis-Pokémon trainiert, der viel Lebenserfahrung hat, der einfach sympathisch ist, der einem ein bisschen mit Team Rocket hilft. Deswegen würde ich ihn auch bei Not Bad reinpacken. Okay? Ja, ich konnte dir auf jeden Fall folgen, während ich Norbert gerade suche. Ja. Fick ist Norbert. Hier, das, ach, der Typ. Ja, ja, genau. Was ist das denn? Der Haarausfall. Ja, er ist 80. was sagst du zu? Ja, von mir aus. Wenn schon Will in Not Bad ist, dann können wir auch Norbert. Ja. Stimmt, stimmt. Was sagst du zu Agathe? Was? Was sagst du zu Agathe, die Top 4 Dame, die ältere Top 4 Dame der Geister-Pokémon aus Generation 1? Die wirklich eine ziemlich niederträchtige bzw. zwielichtige, dubiose Dame ist, die kein Blatt vor den Mund nimmt, die einen wirklich hart dran nimmt mit ihren Geister-Pokémon. Und die auch einigen Content außerhalb des Top 4 Raums hat. Was sagst du zu ihr? 10 out of 10. Ich finde sie ganz, ganz toll. Not bad? Ja. Okay. Warum? Erinnerst du dich nicht? Wer das ist? Okay. Ich weiß nicht. Wer ist das? Ja, ich habe Generation 1 gespielt. Ich habe erst mit Sonne und Mond angefangen. Ich wollte erst mit Sonne und Mond angefangen. Okay, Poison, der mit der blauen Maske, hat ein unfassbar lächerliches Design. Ja, ich finde ihn so dämlich. Und die Pokémon, die er auch benutzt, er benutzt diese verdammte Schneeflocke und das Doppeleis. What also das Doppeleis ist ganz okay, aber... Yeah. What if Norbert was 20 and a superhero? What if Norbert had no personality? Boom. Ja, Bryson. Hapu, das kleine Mädchen mit dem Sonnenschutz, das etwas grummelig und schon sehr reif für ihr Alter ist, aus Sonne und Mond. Also, es ist ganz niedlich, weil sie ganz unterhaltsam. Sie ist so ein Landmädchen und sie nutzt auch dieses dicke Pferde-Pokémon, was ich auch cool finde. Ja, genau. Ganz nett eigentlich. Sie ist bad. Sie ist not bad, ja. Ja. Gott, wo ist er? Oder sie. Acerola. Acerola. Ganz unten. Die Vorverletzte. Letzte Reihe Vorverletzte. Acerola. Ja, ich mag an Acerola, dass sie wiederum ein kleines Mädchen ist. In den Top 4. Das muss man erstmal schaffen. Und noch Geister-Pokémon trainiert und noch so eine unterhaltsame Persönlichkeit hat. Ja. Danke, dass du mir alles vorweggenommen hast. Du darfst jetzt bitte einkategorisieren. Gut. Not bad. Nochmal. Really good vielleicht? Ja, lass ihn uns bei Really Good reinpacken. Das ist schon wirklich. Sie ist ein kleines, süßes Geistermädchen. Das ist doch alles, was unser Herz begehrt. She's one of a kind. Du hattest mich schon bei ein kleines, süßes Mädchen. Die ist halt nicht legal, ne? Marshall hat ein ziemlich comichaftes Design, ist Bruno als westliche Comicfigur. Ich hasse ihn. Ja. Er sieht so dumm aus. Ja. Und er nutzt diese verdammten, kennst du diese zwei Kampf-Pokémon ohne Entwicklung? Ja, dieses Blaue und dieses Rote. Die mag ich aber ganz gern. Ich mag die ganz gern. Die sind Hariyama in cool. Was? Nein! Ja, doch! Bist du Banause, du Dreckiger! Okay. Ihr könnt ihn jetzt canceln, 100 Abonnenten. Los geht's. Roxanne, die Stein-Arena-Leiterin, die erste Arena-Leiterin aus Saphir, Rubin und Smaragd, mochte ich ganz gern, aber dann sind die Remake-Designs passiert und jetzt guck sie dir an. Ja, das ihr auch. Ihr Gesicht ist zu 50% Stirn. Das auch, und wenn man den Feuerstarter hat und es entwickelt hat, dann konnte man sie einfach mit Doppelkicks zerschredden. Also, kind of sucks. Yeah. Sorry, Roxanne. Das Ding ist, sie war halt in every way gebumst, egal welchen Starter man genommen hat. Leider nicht in every way, wenn ich das hier hinzufügen darf. Wasser war effektiv gegen sie, Pflanze war effektiv gegen sie und Feuer ab einem bestimmten Punkt auch, weil das Feuer-Pokémon zum Kampf-Pokémon wird. Also, ja, sorry. Stahl war leider nicht gegen sie effektiv. Kannst du jetzt verstehst, was ich meine? Wir wollen jetzt seriösen... Ja, nein,
Darius nicht Darius zu lösen. Tierlist. Das guckt sich doch keiner an, Pizzajuice. Naja. Er guckt sich denn, ja, ich guck mir heute die Tierlist von Pizzajuice und Yoreiko an in Pokémon Arena Leitern. So möchte ich die zwei Stunden verbringen, die ich in der Woche abends Freizeit habe. Die Tierlist von Pizzajuice und Yoreiko. Wer ist Hopp? Was ist das? Bryson? Misty hat natürlich den Anime, hat natürlich ihr Redesign. Natürlich ist ihr Design in der ersten Generation schrecklich mit den Zöpfen, aber dann hat sie dieses Design in den Remakes. Das ist großartig. Sie ist eine starke Arena-Leiterin, sie ist emanzipiert, sie hat eine tolle Arena. Sie sieht mit den Zöpfen besser aus. Nein, oh Gott! Ich finde, hier sieht sie nicht mehr aus wie Misty. Misty, das Ding ist, Mistys einziger Character-Trait sind diese verdammten Zöpfe. Was? Nein! Und ihr sie ist eine starke, unabhängige, selbstbewusste Frau. Nein. Misty ist gleich Zöpfe. Also ja, Pre-Remake Misty ist Love und nicht Pre-Remake Misty ist keine Sorge. Gut, dann bei Really Good? Ja, Really Good. Obwohl, nein, lass uns bei Not Bad reinpacken, oder? Ja, ich finde sie nicht Really Good. Okay. Oh, jetzt ist mir ein ins Auge gestochen. Kannst du runtergehen? Whitney. Dieses verdammte Miltang. Whitney. Die vierte. Whitney, ich muss zu Whitney sagen, natürlich ist sie ein Albtraum aller Spieler von Generation 2. Ich finde das aber ziemlich cool. Ich finde ihren Charakter so toll, dass sie, wenn sie verliert, fängt sie wirklich buchstäblich an zu heulen und sagt aber 5 Minuten später, ach, was soll's, hab ich halt verloren, hier hast du den Orden. Ich hab dich zwar schon in 4 anderen Speicherplätzen völlig kaputt zerstört, aber naja. Und 2 Minuten, nachdem sie geheult hat, hat sie wieder gute Laune. Jetzt geht's mir wieder gut. Hier ist der Orden. Sie ist so cool, sie ist so sympathisch. Sie ist so ein toller Charakter. Also, ich mag sie gern. Sie ist eine Oberschülerin und dennoch Arenaleiterin. Sie hat viele Auftritte. Können wir mal darüber reden, dass Miltank sich geheilt hat, indem es seine eigene Milch getrunken hat? Es hat immer gesnowballt mit Walzer und dann hat es sich mit Milchgetränke hochgeheilt. Hat es an seinen Zitzen genuckelt oder was? What the fuck? Come on, Miltank. Ich hab sie jetzt zwischen How und Top gepackt und. Was, als ob sie Cancer ist? Ja, sie wird jetzt von den beiden gesandwiched. Okay, dann bei Not Bad? Ja, Not Bad. Okay. Gardenia ist eine Pflanzenarena-Leiterin in Generation 4, abermals ist für mich aber nur Erika mit braunen Haaren. Sie ist hübsch. Aber ich finde sie auch hübsch. Ich mag sie mehr als Erika. Klar, sie ist eine Erika mit braunen Haaren, aber ich würde auf keinen Fall beide in dieselbe Kategorie stecken, weil ja, Gardenia ist not bad und bei Erika sage ich mir eher whatever. Whatever. Okay. Clay, der Cowboy. Ich finde sein Design ja fürchterlich. Ich meine, dieses verdammte Handy in seiner Hand. Ja, ja. Verdammte Scheiße, sie wusste es echt noch schlimmer. Ich mochte seinen Story-Hintergrund, dass er quasi ein Geschäftsmann ist, der dann auch mit Camilla und, wie heißt sie bei whatever? Und mit Lenora, dass er quasi mit denen auch abstimmen muss, wann wird die Brücke gesenkt etc. Ich mochte das schon, aber sein Design finde ich ziemlich fürchterlich. Ja, er ist schrecklich. Okay. Keine Sucks, ja. Candace. Eis-Arena-Leiterin. Kann ich nicht viel mit anfangen. Was sagst du? Warum sieht sie aus? Sie kommt mir so bekannt vor, aber. Sie ist aus Generation 4. Ist da eine Eis-Arena-Leiterin, eine Freundin von Hilda? Ja, ist whatever. Whatever. Koga und Janine. Janine mag ich ganz. Ist ja die Tochter von Koga. Mag ich ganz gern, allerdings könnte es auch einfach nur sein, dass ich sie ganz gerne mag, weil sie fuckable Koga ist, also. What the fuck? Aber sie ist doch die Tochter von Koga, oder? Ja. Ja. Koga, ich weiß nicht, was whatever. Das ist, aber. Koga ist whatever. Aber dieser Blick, dieser tödliche Blick. Ja, er sieht aus wie du mit. Was? Das will ich jetzt nicht aussprechen, ja. Naja, schon. Okay, magst du Koga? Nein. Weißt du was, whatever? Scheiß auf Koga. Janine auch. Janine in Love. Können sie beide. Gut, cool. Ja, okay. Dann nicht. Was ist denn nun mit Hugh? Also, bei mir ist nichts hängen geblieben. Warte mal. Was ist denn nun mit Hugh, hä? Ja, was ist denn nun mit Hugh? Hat jemand jemals über ihn geredet? Wen interessiert denn Hugh? Okay.
Also manchmal fragt man sich einfach, was ist denn nun mit Hugh? Was ist denn nun mit ihm, der Elefant im Raum? Skylar ist aus Schwarz-Weiß, ist eine Flugarena-Leiterin. Einerseits finde ich aber, dass sie einfach nur eine schlechtere Wipke ist. Also Wipke, die andere Flugarena-Leiterin aus Generation 3. Wir haben sie, glaube ich, hier eingeordnet. Hier, Winona im Englischen. Mhm. Sie ist einmal eine Kopie und zweitens mag ich ihr Design nicht gern. Der einzige Redeeming Factor, den sie hat, ist, finde ich, dass sie eine Freundin von Camilla ist und einige coole Dialoge mit ihr. Danke, aber das reicht. Du kannst, darfst sie jetzt gerne in Whatever reinpacken. Gut. Ja, sie kennt halt Camilla, ne? So blau. Roxy. Ja. Wer zum Roxy? Roxy ist die erste Arena-Leiterin in Schwarz-Weiß, ist eine Gift-Arena-Leiterin. Sie, was? Echt? Sie spielt die Rock-Gitarre, hat eine Band und wenn man in ihre Arena kommt, dann hört man einen Vocal-Song. Das ist der erste Song mit Stimme im Pokémon-Franchise, den sie was? Eingesetzt haben. Man hört sie singen. P-O-K-E-M-O-N Pokémon! Die kann ich mich ja gar nicht erinnern. Warte mal, die muss ich jetzt mal googeln. Und im japanischen Originalspiel von Schwarz-Weiß singt sie nicht Pokémon, sondern singt den japanischen Namen von Smogon. Den buchstabiert sie und singt sie. Naja gut, sie kommt in Schwarz-Weiß 2 vor. Nein, ich glaube, sie ist auch in 1. Ich glaube, sie ist auch in 1 die Arena-Leiterin. Oder? Ja, kann auch sein, dass es in 2 ist. Ja, das könnte sein. Das könnte sein, dass es verschwimmt, ja. Nee, Moment. In 2 ist es Sharon, der ihren Platz einnimmt als erster Arena-Leiter. Warte mal. Pokewiki, hier ist es. Roxy. Nee, steht Schwarz und Weiß 2. Stimmt. Okay, ja, dann ist sie da, die erste Arena-Leiterin. Hier siehst du sie nochmal. Dann macht es Sinn, dass ich sie nicht kenne. Ja, und einfach dieses Vocal-Theme von ihr, dass sie einfach Pokémon bzw. Smogon singt, das macht so einen Spaß. Und wenn man die Bandmitglieder ihrer Band in der Arena besiegt, fallen deren Instrumente aus dem Lied weg. Das heißt, wenn du das Keyboard besiegst, fällt das Keyboard was? Weg. Wenn, das du, den, ja wenn cool. du den Schlagzeuger besiegst, fällt das Schlagzeug weg. Okay, das ist richtig, richtig cool. Also, das ist schon eine tolle Sache, die sie da umgesetzt haben. Ich würde sie bei Willy Good reinpacken, tatsächlich. Ja, also nach direkt, dieser direkt Idee. Neben Acebola. Kann es sein, dass wir lauter kleine Mädchen da reinpacken? Ich meine, was soll denn das? Also, wir haben hier schon einen kleinen Haaren. Musstest du das Muster anmerken, Pascal? Ja, also, das Jurai, sollte du, das? Du's nicht, Gott, hättest du es nicht einmal... Cut. Sydney aus den Top 4 von Generation 3. Unlicht. Fand ich ganz nett, dass er ein Gangster ist, dass er Unlicht hat, sonst aber nicht viel. Ja, sieht halt bescheuert aus. Ja. Whatever. Chantal? Chantal, wer heißt denn hier Chantal? Die in der ersten Reihe mit der Brille. Die sechste. Ach, ja, ich finde sie fürchterlich. Ich finde sie auch nicht so toll, muss ich sagen. Eine der schwächeren Trainerinnen. Arena-Leiter slash Top 4, ja. Sie ist Autorin, aber sie hat diesen Vibe von Fujiyoshi. Weißt du, was eine Fujiyoshi ist? Ja, weiß ich. Und ich, I don't yeah, know. Ja. Keiner sagt es. Ich würde sie sogar bei Cancer reinpacken. Was? Echt? So tief? Ja, yeah, ja. Yeah. Hast du sie so sehr? Ich finde sie fürchterlich. Gut, Sophocles, können wir den bitte bei Cancer reinpacken? Ich meine, was soll denn dieses Scheißdesign? Wer zur Hölle ist Sophocles? Was ist das? Der sieht aus, als würde der aus Charlie Brown kommen. Ja, ist der da irgendwie entflohen? Ja. Der ist einfach im falschen Franchise. Mina aus Sonne und Mond ist eine Künstlerin. Ich muss sagen, ich finde die toll. Ich mag ihr Design unheimlich gerne und ihren Charakter. Ich liebe ihre desinteressierte, subtile Art. Sie hat nicht so viele Auftritte, wie sie haben könnte, aber es ist schon nicht schlecht. Sollen wir sie bei Not Bad reinpacken? Ja, Not Bad. Gut. Crimslay ist quasi einfach nur, wo haben wir ihn in Anders? Wo haben wir ihn? Sydney in Haarig, mit Haar. Kein des Tags. Ja. Ich muss sagen, die Top 4 in Schwarz und Weiß ist allgemein. Die waren echt sehr schwach. Ja, super leider. Schwach. Also, das ist ein großer Kontrast zum restlichen Spiel. Abgesehen von. Caitlin, Caitlin ist die einzige, die mir so positiv hängen geblieben ist. Sonst die anderen sind einfach nur wirklich so, schwach, ja. Okay, Viola ist auch eine Insekten-Arena-Leiterin. Ich kann nichts mit ihr verbinden. Also wirklich gar nichts. Ich auch nicht. Sie ist Fotografin, soweit ich weiß, aber das war's auch. Sie hat eine Kamera in der Hand, ja, genau. Corinna
aus, ich glaube, Sonne und Mond ist eine Skaterin, was ich schon ganz cool finde. Nee, die ist doch aus X und Y. Ach so, ja, ja, richtig. Die hat einen, glaube ich, die Mega-Entwicklungen näher gebracht. Ja, ich mag sie ganz gern. Also eine skatende Arena-Leiterin, die auch ein bisschen Story-Content hat. Ich glaube, ich fand sie auch ganz sympathisch. Ja, Skaten war ja auch so ein Ding. Ein Ding. Wollen wir sie bei Not Bad reinpacken? Hä? Not Bad? Not Bad, ja. Okay. Ist okay. Ja. Okay, Blaine. Der mit dem weißen Schnauzbart. Ah ja, nicht Giovanni, sondern Blaine. Im Deutschen Ingo, nicht Ingo, sondern Ingo. Oh Gott, mir fällt es wirklich nicht ein. Ich werde wirklich Frank. Blaine. Im Deutschen natürlich bekannt als Pyro, natürlich. Pyro wegen Pyromane. Ah, na klar. Wegen Pyromane. Ja, ist in Ordnung, hat viel, viel Story-Content. Ist ein zwielichtiger Geselle, aber nicht wie Giovanni ein Gangster. Also der ist halt einfach so ein Typ, bei dem man sich denkt, okay, der würde meine Niere verkaufen, aber er würde mir auch, wenn ich ihn bezahle, würde er mir auch unter Einsatz seines Lebens, würde er mich verteidigen. Also ich finde, er ist ein schön neutral chaotischer Charakter. Er ist einer der älteren Herren, die nicht einfach knochig und alt sind, sondern ja. Der ist so ein bisschen upbeat, der hat noch so ein bisschen Jugend in sich. Ja, ja. Not bad? Ja, not bad. Okay. Brawly aus Generation 3 ist ein Kampf-Arena-Leiter, der aber auch ein richtig cooler Surferboy ist, hat ein bisschen Story-Content, ich mag ihn ganz gern. Er ist mal ein Kampf-Arena-Leiter, der nicht althaarig und glatzköpfig und muskulös ist, sondern er ist einfach ein Surferboy. Ich muss sagen, wenn man auch sein Kampf ist ganz interessant, wenn man nicht vorsichtig ist, dann kann sein Makuhita einen schon echt zerstören. Ja, also der hat das Makuhita hatte Überwurf als Attacke, was einfach 70 Schaden gemacht hat. War der zweite Arena-Leiter, dritte Arena-Leiter? Der zweite. Ja, in so einer frühen Arena so einen starken Angriff. Also ich wurde da schon ein, zwei Mal gewonshottet. Ja. Und die Arena, das Konzept der Arena ist halt auch echt cool. Ja, hat mir auch gut gefallen. Mit diesen Surprise-Attacks und je mehr Trainer man bekämpft, desto heller wird die Arena. Ja, aber wenn man Blitz hat als VM, dann kann man die ganze Arena erleuchten. Ja. Das ist super cool. Da hatten sie eine gute Idee. Mhm. Ja. Da konnte man sich auch entscheiden, okay, mache ich die Höhle zuerst und hole mir Blitz oder gehe ich direkt in die Arena und kämpfe mich einfach durch. Was XY angeht, hatten wir diesen Pseudoritter mit dem Stern auf dem Kopf, Vixstorm. Ich finde, der war vollkommen unnötig. Wahrscheinlich, ja, ein Top 4-Mitglied, Stahl-Pokémon mit dem Stern auf dem Kopf, ein Ritter, fand ich unfassbar irrelevant. Also den würde ich komplett watervisieren. Ja? Ja, okay. Keine Ahnung, wer das ist. In derselben Top 4 war allerdings auch Drasna drin, eine Drachen-Arena-Leiterin, eine Dame vielleicht in ihren 40ern, eine Drachen-Top 4, in ihren 40ern vielleicht. Die war, finde ich, schon wieder sehr, sehr angenehm und abwechslungsreich. Die hatte gar nichts mit Siegfried und Co. zu tun, die hatte nichts mit Agathe zu tun. Das war einfach so eine verspielte Lady, die richtig Spaß an ernsten Kämpfen hatte, eine Drachen-Top 4. Die fand ich ganz cool, not bad. Sie sieht so aus, ob sie After Eight mögen würde. Exakt. Wie ich. Ja. Vielleicht geht sie ja mal mit mir auf ein After-Eight-Date. Oder ein After-Date. Oder ein Eight. Eight. Sabrina. Was sagst du zu Sabrina? Viele, viele Auftritte, viele verschiedene Designs, viel, viel Persönlichkeit. Im Anime. Viele Auftritte? Wer ist das? Ja, in verschiedenen Spielen. Im Anime, das ist die Psycho-Arena-Leiterin aus der ersten Generation. Im Anime ist sie eine Psychopathin, die Trainer mithilfe ihrer Puppen die Seelen nimmt, wenn sie gegen sie verlieren. Nun. Danke, Sabrina, dass du Seelen stillst. ich habe einfach nichts zu ihr zu sagen. So. Ich würde sie bei Not Bad reinpacken. Ja, whatever. Also, Not Bad. Whatever, bad. Not Valerie ist aus X und Y. Sieht ja unfassbar seltsam traumhaft aus. Also ich finde es eigentlich ganz toll mit diesen Augen. Ich frage mich, sie ist natürlich die erste Feen-Arena-Leiterin. In dem Teil wurde der Feen-Typ ja auch hinzugefügt. Ich finde ihr Design ganz interessant, aber was ist denn mit ihren Augen passiert? Also, ist doch cool. Aber was ist denn die In-World-Erklärung dafür? Ja, weil sie eine Fee ist. Okay. Weil sie Fee
Züge hat. Bei Not Bad, da lasse ich mich drauf ein. Das ist mir halt scheißegal. Also sie sieht halt ganz hübsch aus. Sie sieht halt ganz hübsch aus. Wer ist Mulane? Mulane? Warte mal. What the fuck? Ah, ich weiß wer. Oder? Ist der nicht auch aus X und Y? Giovanni. Giovanni. Okay. Schön, dass wir drüber geredet. Giovanni ist natürlich ein Gangster. Das muss man natürlich erstmal respektieren. Das ist ein Gangster, der zu seinen Idealen allerdings steht, der dann auch in Teil 2 zurücktritt, weil er sagt, okay, Team Rocket wurde von dem Kind zerschlagen, so können wir nicht weitermachen. Also ich respektiere Giovanni gewissermaßen. Ich mag Giovanni. Also er ist nicht basic genug, um uninteressant zu sein, sagen wir es mal so. Not bad, Giovanni. Not bad. Flamery fand ich vom Design ganz, ganz attraktiv. Ich hatte als Kind einen Crush auf sie. Natürlich hattest du das. Und ich mag es, dass sie einem etwas über die heißen Quellen erzählt, dass sie ein bisschen Charakter hat. Sie ist natürlich so ein wenig feurig unterwegs. Halt die Schnauze. Ich finde sie not bad. Ja, sie ist ganz süß. Okay. Calum als Protagonist. Ich muss sagen, also Serena ist ja das weibliche Pendant. Bei ihr funktioniert es mit dem älteren Design und mit dem etwas stilbewussteren Design, finde ich gut, bei ihm nicht. Die sind beide schnarchig als fuck. Und seien wir mal ganz ehrlich, du findest nur, dass es bei ihr besser funktioniert, weil sie ein weiblicher Charakter ist. Natürlich kann man das nie so ganz ausschließen, aber bei ihr... Oh nein, Pyro! Bei ihr funktioniert... Pyro! Ich meine, guck dir doch mal diesen Schlumpf an. Was soll denn diese Brille? Guck dir doch mal diese Sonnenbrille an. Diesen Schlumpf! Was soll denn das? Warum hat er so lange Beine und so? Ja. So, und jetzt guck dir aber bitte mal im Vergleich Serena an, von der es unglaublich viel Rule 34. Ja, du verdammter Simp, ist gut. Nein, jetzt. Nein, oh Gott. Was ist das überhaupt für ein Name, Calum? Ja. Nun. Guck dir doch mal dieses Design an. Ja, sehr schöner Widescreen. Die ist ja schon süß, du verdammter. Sie ist nicht süß, Predator. Ja, okay. Kategorier sie doch endlich in Love. Guck dir diese Schuhe an, dazu diese Socken, ja, dazu dieser rote ablenken. Rock, diese Schuhe, ihre Haare, ihre Sassiness. Diesen Socken. Gut, alles klar. Dann bei Love oder Really Good. Ja, okay, Really Good. Ja, ist. Wer ist Nima? Wer ist Nima? Nima. Nima, hier unten mit den rosa Haaren. Kommt, glaube ich, auch aus Sword and Shield. Lorelei. Lorelei hat zwar einige Auftritte außerhalb ihrer Kampfarena, hat auch einen Charakter, mochte ich als Eistrainerin aber nie wirklich besonders gern. Und sie hat eine Brille auf, also ist sie eine hässliche, dreckige, widerliche, unwürdige. Darf ich auch noch was sagen? Ja. Darf ich noch auch meine Meinung dazugeben? Bitte, Pizza Juice. Lana hatte auch viele. Okay, sag. Was? Was? Ja, das war's. Ja, gut. Pack sie doch nicht gleich in Cancer. Ja, nein. Mach ich ja nicht. Whatever. Was ist denn los mit sie dir? Sie hat eine Brille auf. Etwa, weißt du, du musst immer noch beachten, dass Cancer auf derselben Tier ist wie fucking How und Hop. Ja. Okay, dann packen wir aber Calum bei. Keine Sachs rein, oder? Calum ist whatever. Okay. Was Keines? Nein, ist whatever. Mellow hat, finde ich, keinen Charakter. Ist einfach nur ein uninteressantes kleines Girl. Ja. Keine Sachs. Lana ist ein bisschen süß und vor allem gewinnt dadurch, dass sie lauter kleine Schwestern hat. Und deswegen, obwohl sie so klein und niedlich ist, ist sie die große Schwester. Das finde ich ein bisschen sympathisch. Ich mag ihre Augen. Mit den Dudes kann ich nichts anfangen. Der ist aus Ultrasonne und Ultramond und mit dem kann ich nichts. Ich weiß nicht, wer das ist. Pack ihn in Fragezeichen. Okay. Pack halt beide in Fragezeichen. Gut, Leute, das war. Okay, ich lade die Liste gleich runter. Oh nein, Gott, ich kann das Fenster nicht mehr schließen. Oh, der hat sie gelöscht. Gott, ich kann das Fenster nicht mehr schließen. Gott, schließ doch das Fenster. Was passiert hier? Ja, ich möchte das Image bitte downloaden. Gott, nein, was ist los? Okay, es hängt gerade ein bisschen fest bei mir. Sorry, liebe Zuschauer. Oh nein, bitte, jetzt stürzt nicht ab. Ich kann es gerade nicht beenden. Come on. Ah, da haben wir das Download-Fenster. Okay. So.
Ja. Bist du noch da, Pizza Juice? Nee, ich bin jetzt schon gegangen. Das ist schön. Ja, Pizza Juice ist leider jetzt schon gegangen. Die Tür ist ja schon fertig, wie ihr seht. Da haben wir das Werk von. Wir gucken einmal nach Outer City. Gott, wir haben anderthalb Stunden geredet. Wir werden es wahrscheinlich auch noch ein bisschen schneiden, sodass das vorliegende Video jetzt kürzer ist, aber warum guckt ihr euch das an? Pizza Juice, warum hat sich das jemand angeguckt? An die 5 Viewer, die sich das angeguckt haben. Danke. Dankeschön. Das ist unsere Tierliste, die werden wir natürlich auch in die Beschreibung packen. Ihr könnt sie euch downloaden, dann könnt ihr euch ausdrucken als Poster, wenn ihr möchtet. Ich hasse Hobbs so sehr. Oh, hau ich. Ja, wenn wir uns das angucken, sind viele Arena-Leiter, also die meisten Charaktere sind in Not Bad gelandet, was einem sagt, dass die meisten Charaktere auch einfach wirklich nicht so schlecht sind. Ne? Viele sind aber auch in Whatever gelandet, was uns sagt, dass viele tatsächlich gerade, wenn wir uns das angucken, gerade Generation 4, ne, da zeigt sich das Muster, dass Generation 4 mit einfach am unbeliebtesten und uninteressantesten war, weil einfach viele Charaktere sehr langweilig waren. Aus X und Y, Sword und Shield sind einige dabei, also da merkt man schon, wo die Tendenzen hingehen. Da sind kaum Charaktere aus den ersten beiden Generationen dabei. Na? Pokémon ist so ein Spiel, wo es entweder sehr interessante Charaktere gibt oder Charaktere, die einfach belangloser sind als ein random Tetris-Stein. Ja. Also, wirklich. Genau. Es ist echt so ein heftiger Kontrast. Bei wenigen Charakteren kann man sagen, dass die so eine stabile Mitte finden, sondern entweder sind sehr interessant oder einfach komplett irrelevant. Guckt euch Wake an, was ist das? Okay. Ja, bei Love haben wir Charaktere, die zur Hälfte komplett stylisch sind, also die fast nur über Style funktionieren, wie Elesa und Cynthia und ach, Lance bis zu einem gewissen Grad. Oh, ich kann nicht, das ist so geil. Aber wir haben eben auch Ann und Wally, die beide komplett auch über ihren tollen Charakter und ihre Entwicklung funktionieren. Na, und das ist auch bei Willy Good der Fall. Wir haben hier viele stylische Charaktere dabei. Morty, Marnie, Karen, Surgeon, Wallace. Aber wir haben auch Charaktere wie Silver und Iris und Tate, Lisa oder Acelerona oder Karen dabei, Charon, die dann eben wieder über ihren Charakter funktionieren. Also es gibt viele tolle Charaktere im Pokémon-Franchise. Danke, dass du Caitlin geskippt hast. Die Charaktere, sie funktioniert über Style. Die Charaktere in Pokémon, im Pokémon-Franchise, sind für mich immer ein ganz wichtiger Bestandteil gewesen. Einfach auch, weil die so toll gezeichnet sind, weil die immer so tolle Artworks mitbekommen haben. Da sind viele schöne Charaktere dabei. Ja. Amen. Danke, Pizza Juice. So. Ja, das ist ein langes Video. Ich werde mir ein paar Bilder von N ausdrucken. Ich werde auch einiges mit Bildern von N anstellen. Vielen Dank, dass ihr dieses Video angestellt habt, dass ihr möglicherweise anderthalb Stunden dabei wart. Ich weiß nicht, warum. Ich verstehe wirklich nicht, warum ihr hier noch dabei seid. Es ergibt für mich keinen Sinn. Ihr seid auf YouTube, einer Plattform, die jeden Tag tausende Videos hochlädt. Und ihr habt euch dafür entschieden, euch anderthalb Stunden die Tierlist von Yuraiko und Pizza Juice anzugucken. Und an alle die jetzt tatsächlich bis zum Ende geskippt haben, nur um die verdammte komplizierte Tierlist zu sehen, fickt euch. Also wirklich, das ist schon wirklich ein richtiger Dickmuff. Kommt schon, Leute. Ich hätte es genau so gemacht wie ihr. Alles, was ihr sehen wolltet, ist, dass N und Cynthia an der verdammten Love-Category sind. Yeah. Und ihr habt das bekommen, was ihr wolltet. Yeah. Und jetzt könnt ihr gehen. Schämt euch. Ich hätte es genau so gemacht wie ihr. Ihr habt alles richtig gemacht. Hört nicht auf Pizza Juice. Steht das N eigentlich Pizza für? Juice hat diese schwarze Goff-Tusse in die Love-Kategorie gewählt. Also ganz im Ernst. Hört nicht auf diesen Typen. Ja, Lance, Elisa, ich mag hot. Elektro, ich habe Kopfhörer auf, ich bin Vocaloid, Kletcher. Ich bin ein Kind von Olivia. Gut. Ich will ihre Prostituierte. Was? Alle wichtigen Dinge zu unseren Spotcasts, zu unseren Pokémon-Themen, zu dieser Tierlist, wie gesagt, unsere Tierlist, alles Mögliche, das Poké-Wiki, falls ihr das nicht selbst findet, packe ich alles in die Beschreibung. Da gibt's auch weiteren popkulturellen Content. Ich hoffe, ihr seht mal wieder dabei rein, mein Sprachapparat versagt. Wenn Pizza Juice und ich uns etwas über die Themen dieser und einer anderen Welt unterhalten, danke, dass ihr dabei wart. Pizza Juice macht wie immer die Abmoderation. Denkst du, Cynthia verdeckt ihr linkes Auge, weil sie einfach keins hat? Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wofür steht eigentlich das N? Was ist das? Tatsächlich hat der... Oh nein, erklär's mir doch nicht wirklich, das war die Abmoderation. Ein Mitglied des Pokémon-Teams hat seinen vollen Namen mal revealed und es ist ein fürchterlicher Name und die Fan-Community weigert sich kollektiv diesen Namen zu akzeptieren, weswegen es N geblieben ist. Es ist einfach eiskalt, das N-Wort. Er hat einen ganz langweiligen japanischen Namen. Er heißt Naewin oder so, ne? Deswegen, ja. Ah ja, okay. Gut. So, jetzt nochmal die Abmoderation, bitte, Pizza Juice.
Eine richtig kreative und coole Abmoderation. Karen. Giovanni ist ganz cool. wie du panisch überlegt hast.